Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, weite, schöne Welt. Wir haben, ach nein, das ist ja dein Part, Andreas. Ich wollte gerade sagen, wir haben strahlenden Sonnenschein, aber das erfahrt ihr jetzt von Andreas Popp, unserem Hobby-Meteorologen. Ja, genau, aber wirklich nur Hobby-Meteorologe. Ich kann einfach nur beschreiben, dass das Wetter fantastisch ist. Aber ich habe gerade gehört, voller Freude, dass es offenbar in Deutschland auch in den größten Teilen ein wunderbarer Sommertag ist, der euch hier zum Teil dann wieder ein bisschen auch entspannt. Und das ist immer ganz wichtig, denn diese Sonne und das Licht ist übrigens immer das Entscheidende. Also wir sehen hier auf einen stahlblauen See, wunderschön, der hellblaue, strahlende Himmel, Sonnenhimmel, wirklich drüber nicht ein Wölkchen, wunderbar, dann diese grünen Bäume im Vorfeld und die bewachsenen Berge im Hintergrund auf der anderen Seite des Ufers. Es ist einfach nur schön. Und du sollst jetzt nicht nur auf den See sehen, Andreas, sondern auch in die hellgrünen Bäume deinen Blick werfen und deine Augen öffnen, so lange in das Grün schauen, bis sie tränen. Das heißt, das haben so die alten Ägypter unter anderem gesagt, dass du damit alle Sehfehler und Sehschwächen gut beheben kannst. Magst du mal anfangen? Ja, ich fange schon mal an. Also ich muss ehrlich sagen, es changiert auch grün in den Bäumen, nicht nur der blaue See. Also die Begeisterung kennt wirklich keine Grenzen. Und diese Schilderung ist auf seine Sehschwäche zurückzuführen. Es changiert nämlich nichts Grünes hier. Für mich changiert das. Okay, ist gut. Ich habe die Tropfen da hinten hingestellt, die könntest du mal zwischendurch nehmen. Oh ja, Tropfen. Ja, wir sind deswegen so fröhlich, weil es gibt wirklich gute Nachrichten. Es gibt einen neuen Fernsehsender in Österreich. Und dieser Fernsehsender, der erste alternative und unabhängige Fernsehsender, wird, so wird versprochen, schonungslos kritisch berichten. Da heißt es, wir wollen den Zusehern neue Blickwinkel und Positionen anbieten, die sie in den Mainstream-Medien garantiert nicht sehen. Mitinitiator ist Stefan Magnet. Dabei ist unter anderem Elsa Mittmannsgruber, Chefredakteurin der Zeitung Wochenblick.at. Der Entertainer Michael Molterer präsentiert samstags immer ein eigenes Satireformat, wo er gerne auch dem Volk aufs Maul schaut. Und die Medienmacherin Edith Brötzner, die wartet, so heißt es in der Ankündigung, im Format Klartext mit spannenden Interviewpartnern auf. Da ist noch ein erfolgreicher Unternehmer und Softwareentwickler dabei, Max Pucher, der Faktencheck vornehmen wird. Und eben Chefredakteur ist Stefan Magnet, der sich in seinem Format mit Hintergründen und Analysen zu Wort melden wird. Und Stefan Magnet ist ja schon in den letzten, ja, 2 Jahren, kann man sagen, also mir ist er in den letzten 2 Jahren aufgefallen, indem er doch immer wieder ganz spannende Beiträge und Analysen vor allem gebracht hat, sachlich. Das ist das, was wichtig ist, dass es sachlich ist, dass man versucht, neutral zu sein und dass man einen Ausgleich schafft zu den Mainstream-Medien. Ja, und mich zieht ja tatsächlich Professionalität an. Das liegt noch in meinen Genen des ehemaligen Unternehmerlebens. Und Stefan Magnet ist tatsächlich jemand, der es professionell macht. Das ist kein Geeier, kein Gestocher, sondern klare Strukturen, klare Linien. Ich halte ihn für sehr authentisch in seiner gesamten Auswirkung. Und das gefällt mir außerordentlich gut. Und wir freuen uns und gratulieren den, ich darf mal sagen, Kollegen jetzt zu diesem neuen Sender. Wir haben ja gehört, dass in den ersten 24 Stunden bereits 30.000 Abonnenten sich auf dem Telegram-Kanal angemeldet haben. Mittlerweile sind es 50.000. Und wenn ihr das abhört, wahrscheinlich schon wieder mehr. Das ist aus meiner Sicht eine wirklich gute Entwicklung. Und wir freuen uns, dass wir da auch ein bisschen unterstützend wirken können, indem wir das hier noch mal zum Besten geben. Also der Sender heißt Auf 1, AUF1, und im Moment, nee, 50.000 stimmt nicht, im Moment hat er 47.000. Das heißt, später, wenn das hier abgehört wird, naja, es kommt drauf an, wann ihr das dann abhört, unseren Podcast. Auf jeden Fall, wir sind dem jetzt auch beigetreten. Und wer noch eine alternative Informationsquelle haben möchte mit echten Profis, deren Ziel ist, sachlich zu berichten, der kann gerne diesen Sender abonnieren. Normalerweise rühren wir nicht so
häufig die Werbetrommel für andere Telegram-Kanäle. Wir tun das ja indirekt, indem wir bestimmte immer wieder mal verlinken, weil wir da Vertrauen haben. Man kann natürlich nie hundertprozentig sicher sein, dass da nicht auch mal Fehler passieren, aber ein bisschen Vertrauen muss man haben und auch Vorschuss geben. Auf jeden Fall diesen Kanal würde ich an eurer Stelle abonnieren, diesen Auf 1. Und ihr findet den auch, ich habe jetzt gerade noch, das findet ihr dann oberhalb des Podcastes, eine Meldung verlinkt von Elsa Mittmannsgruber, die, da heißt es, gekaufte Medien, unser größtes Übel. Und da spricht sie dann über die Journalisten, die bei den Medien arbeiten, die ja eigentlich von dem großen Kuchen der gut betuchten Eigentümer kaum etwas abgeben. Und sie stellt hier in diesem Beitrag die Frage, warum geben sie sich dann für deren Interessen her? Ja, das ist wirklich die Frage. Allerdings ist es natürlich so, wir haben uns ja schon so ein bisschen hobbypsychologisch damit beschäftigt in den letzten Wochen, Tagen und Monaten, warum die Menschen das tun. Oft ist es natürlich eine Frage der Verdrängung und kombiniert mit einem mangelnden Abstraktionsvermögen. Wenn ich mir beispielsweise eine Sendung von Anne Will ansehe oder von, wie heißt die, Maybrit Illner, ich kenne die schon gar nicht mehr, den Namen, weil ich mir das wirklich nur noch pflichtmäßig ansehe, dann merke ich doch an den Gesichtern, dass sie zumindest tatsächlich glauben, davon überzeugt zu sein, was sie wirklich machen, dass sie das glauben, davon überzeugt zu sein. Und das kommt dann aus einem tiefen Inneren heraus, glauben sie wahrscheinlich. Aber in Wirklichkeit erkenne ich einfach auch die Abwehr von Fakten, die Abwehr von Wahrheitsmomenten, die ihr Weltbild natürlich zerstören könnten. Und aus diesem Grunde bleiben sie halt dabei. Auch das spürt man sehr deutlich. Seht euch einfach immer wieder die Augen an. Du hast mir das irgendwann mal erzählt. Sieh dir mal die Augen der Tagesschau oder sonstigen Nachrichtensprecher an und dann versuch mal so ein bisschen zu interpretieren, was läuft dort wirklich ab. Oft sind das einfach nur rein maschinelle Prozesse, die ich da interpretiere, dass sie einfach nur vorlesen und denken vielleicht daran, was sie abends essen werden oder freuen sich dann auf irgendwas zu Hause. Aber manche merkt man auch bei manchen, dass da tatsächlich auch das Gewissen sich plötzlich meldet. Das sind so kurze Momente, ein Augenbrauen ziehen oder irgendwie so ein bisschen ein Augenaufschlag. Es ist schon ganz interessant. Also es ist natürlich nicht diese Gruppe gemeint, die Elsa Mittmannsgruber hier anspricht, nämlich Frau Illner oder auch Frau Will und wie sie alle heißen, die haben ganz gut ausgesorgt. Die sind meistens noch in den Produktionsfirmen mitbeteiligt und so weiter. Also die sind hier wahrscheinlich gar nicht gemeint, sondern sind so die, ich sage es in Anführungsstrichen, kleinen Redakteure, die kleinen freien Mitarbeiter, die angewiesen sind, Themen zugeordnet zu bekommen und dann natürlich emsig damit beschäftigt, das auch im Pro-Domo-Tenor abzuliefern, um bloß nicht unangenehm aufzufallen und den nächsten Auftrag auch bekommen zu können, damit die Tochter weiter Klavier spielen lernen kann. Ja, ich meine, das berühmte Zitat, erst kommt das Fressen, dann die Moral, bringt es hier auf den Punkt. Wer noch an der Krippe sitzt in diesen schwierigen Zeiten, der will auf gar keinen Fall das Risiko eingehen, diese Position zu verlieren. Und dafür ist er auch bereit, ein Stück weit seiner Seele zu verkaufen. Ja, und wie gesagt, die öffentlichen Gesichter, die wir so kennen, die sind alle ganz gut dabei. Also die machen sich um ihre Existenz keine Sorgen. Wer zum Beispiel bei der Tagesschau als Sprecher arbeitet, der hat eigentlich, wenn er nicht unangenehm auffällt, wie ich zum Beispiel, hat eigentlich einen Job auf Lebenszeit. Wir haben jetzt gesehen, Jan Hofer ist mit 70, man weiß ja nie genau, wie alt er ist, ist der gegangen. Und auch die anderen Sprecher sind weit über die 60, manche bis in die 70 rein, an diesem Platz gewesen. Also man ist, glaube ich, da auch ganz froh, wenn man Leute hat, die eben ihren Dienst versehen, die keine großen Fragen stellen und schon gar nicht großen Zeitungen irgendwelche unangenehmen Interviews geben. Ja, also man merkt es natürlich schon an bestimmten Verhaltensweisen, die affektartig passieren. Ich denke zum Beispiel an die große Antisemitismuswelle, die momentan tatsächlich in Deutschland läuft und in diesem Fall auch sehr stark von der arabischen zugewanderten Welt offenbar auszugehen scheint. Die stehen dort eben halt zumindest in den Städten und machen da ganz schön Bambule und bringen israelfeindliche Parolen. Und wenn ich mir dann beispielsweise einen Jan Böhmermann
mal nehme, um ein bisschen tiefer ins Regal reinzugehen, dann merkt man natürlich auch, dass da ein Affekt tatsächlich ist und wirklich in dieser Form diese die Gelder, da ging es zum Beispiel auch neulich dann darum, um die Reduktion der Fernsehgebühren, von denen diese Leute dann ja auch leben. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall sein. Und da spürt man natürlich die Aufrichtigkeit. Handelt es sich um einen ehrlichen Menschen? Handelt es sich um jemanden, der geistig gekauft wurde, der seine Seele verkauft hat, oder um eine schlichte intellektuelle Insuffizienz? Und oft haben wir eine Vermischung aus all diesen Teilen, gerade bei denjenigen, die ziemlich groß im Fernsehen die Masse ansprechen, die grölen, wenn eine Torte fliegt. Das ist eben halt schon der Unterschied. Ja, danke für diese Analyse, Herr Popp. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das haben wir gestern schon angesprochen. Immer noch finden wir übrigens in vielen Mainstream-Medien nur wenig darüber, dünne Nachrichten, vor allem auch wenig eigene Prognosen. Nämlich es geht um diese Cyberattacke auf den weltgrößten Fleischproduzenten, man nennt das tatsächlich Produzent hier, der in Brasilien sitzt und der jetzt down ist, downgeschattet ist. Also da geht gar nichts mehr. Sämtliche amerikanischen Rindfleischwerke des Unternehmens haben abgeschaltet. Alles ist dicht. Und natürlich, und das meldet jetzt hier Fox Business, die sagen, das wird sich natürlich auf den Weltmarkt schwer auswirken, auf die Preise auswirken, und die Schließungen betreffen alleine 9 Rindfleischfabriken in Arizona, Texas, Nebraska, Colorado, bla 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 und so weiter. Und 25.000 JBS, so heißt das Unternehmen, Mitarbeiter sind betroffen. Die stillgelegten Werke produzieren fast ein Viertel der gesamten US-Rindfleischlieferung. Jetzt weiß man, wie gerne die Amerikaner ihr Fleisch auf den Grill werfen. Das tun die natürlich auch gerne in Australien. Also es ist eigentlich grundsätzlich auch ein australischer Betrieb, dieses JBS. Und das tun die Menschen auf der ganzen Welt, vor allem jetzt, wo der Sommer kommt. Und Andreas, es wird sich ja, wie das hier angekündigt ist, auf die Preise auswirken, denn es wird Mangelware werden, zumal ja, es sei wiederholt, auch das finden wir nur dünn abgebildet im deutschsprachigen Mainstream, zumal ja auch Argentinien einen Exportstopp für 30 Tage für Rindfleisch angeordnet hat. Also ein Schelm, der dabei Böses denkt und sagt, na ja, das passt ja direkt zu der Agenda vom Great Reset von Klaus Schwab, der sagt, die Leute werden in Zukunft viel weniger Fleisch essen müssen. Naja, und in dem Moment, wenn man die vermeintlich alten, funktionierenden Strukturen des Handels und auch der Transporte, des Ex- und Importes, auch von Nahrungsmitteln gewohnt ist, die immer störungsfrei gelaufen sind, und wir jetzt ein Stocken reinbekommen, dann wird auf der einen Seite das World Economic Forum so ein wenig vorbefriedigt, da wird der rote Teppich ausgerollt. Zweitens werden die neuen Märkte geschaffen. Wir dürfen nicht vergessen, ein Bill Gates, der gerade im Untergrund abgetaucht zu sein scheint, da er ja viele Kontakte mit den Sexualstraftätern und Pädophilen hatte und er da ja momentan so ein bisschen ins Feuer geraten ist und diese reine Weste momentan eben halt doch mit großen Schatten dann versehen ist. Vor allem hat er eine wütende Ex-Ehefrau im Hintergrund. Oh ja, und das möchte ich mir auch nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist das so. Ist es wirklich so, dass wir eins nicht vergessen dürfen. Bill Gates hat gerade vor kurzem die größten Ländereien in Gesamt-USA aufgekauft, die landwirtschaftlichen Agrarländereien, um dort alternative Fleischprodukte herzustellen. Genmanipuliert im Rahmen irgendwelcher Technisierung. Das bedeutet, wir essen dann irgendein Kunstfleisch. Und wenn man damit an der Stelle schon mal auch wieder hybrid, das läuft ja immer alles hybrid, auf der einen Seite neue Märkte in Gang setzt und das Ganze unter dem Wort des Klimawandels natürlich. Der Klimawandel ist der entscheidende Faktor, unter dem das Ganze läuft. Das verursacht bei den meisten Leuten sofort ein Zusammenzucken. Oh ja, da müssen wir etwas tun. Es geht nicht um Umweltschutz, es geht immer nur um Klimawandel. Wir merken, es handelt sich um eine Vokabel, die mehr aus einer Werbeindustrie entstanden ist und weniger mit der sachlichen Funktion zusammenhängt. Ich habe das gerade gesehen, ein kurzes ein Ausschnitt aus einem
aus einer Besprechung im Fernsehen und so eine Talkshow. Und da war dann eine Dame, die dann gesagt hatte, in Brasilien wäre dieser Kipppunkt erreicht, beispielsweise, dass der Wald kein CO2 mehr aufnehmen kann. Und sie führt es darauf zurück, dass wir zu wenig quasi Solaranlagen in Deutschland haben, anstatt die unendliche Waldvernichtung dort zur Sprache zu bringen. Also eine völlig absurde Argumentation, eigentlich immer am Thema vorbei. Und das bringt es hier immer wieder auf den Punkt. Also ein neuer Markt für Bill Gates wird damit natürlich schon mal klargestellt. Der wird schon mal vorbereitet, wenn jetzt die Fleischproduktion weltweit ins Stocken kommt. Also mal grundsätzlich ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass diese Massentierhaltung, diese Tierproduktion, das ist ein unerträglicher Begriff, wenn das in den Zaum genommen wird und runtergefahren wird. Und natürlich tut es allen Menschen, die Fleisch essen, gut, viel weniger zu essen. Auch wir diskutieren hier in vielen Gruppen immer wieder darüber und bedacht, behutsam, ausgewählt, Bioqualität, am besten vom Bauern nebenan und nicht jeden Tag und so weiter. Also dieser Wandel, dieser Bewusstseinswandel ist extrem wichtig. Aber das Ganze mit einem Schlag runterzufahren, und offenbar kommen ja hier mehrere Punkte zusammen, die eine Kette bilden. Also Klaus Schwab, der WEF-Gründer, hatte es ja in seinem Buch, das letztes Jahr im Juli erschienen ist, das heißt Secret Reset. Und da hat er angekündigt, dass der Fleischkonsum runtergefahren wird, erheblich runtergefahren wird. Auch er bringt die Fleischproduktion mit dem Klimawandel zusammen. Also es wird ja sowieso, Great Reset heißt ja, das ist praktisch, wir gehen auf Punkt Null und fangen wieder von vorne an, und es gibt dann diese sogenannte neue Normalität. Wir haben mal einen Artikel der FAZ von 2007 rausgeholt. Und das ist ein Text, den würden die wahrscheinlich heute so nicht mehr veröffentlichen können, weil man dann wahrscheinlich erwarten könnte, dass die Kollegen sie mit faulen Eiern bewerfen, weil das nämlich politisch unkorrekt ist. Die Überschrift lautet: Globale Erwärmung, ist der Klimawandel nichts als Schwindel? Und da wird dann die Gegenposition zu der damals ja noch nicht so aktuellen öffentlichen Position des Klimawandels beschrieben. Und da heißt es hier, Kohlendioxid ist kein wichtiges Treibhausgas, nur in Spuren kommt es in der Erdatmosphäre vor. Ich kann heute nicht lesen. Und es hat seine Kapazität, Wärmestrahlen einzufangen, bald ausgeschöpft. Aus natürlichen Quellen strömt Jahr um Jahr ein Vielfaches jener Kohlendioxidmenge heraus, die den Apparaten der Zivilisation entstammt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Kohlendioxid jemals in der Erdgeschichte für wärmere Temperaturen gesorgt hat. Vielmehr war es umgekehrt. Höhere Temperaturen haben zur vermehrten Freisetzung von Kohlendioxid geführt. Es ist noch zu früh, um schlüssige Aussagen über das Weltklima treffen zu können, schreibt die FAZ. Man hat sich in den 70er Jahren schon einmal grandios geirrt, als eine weltweite Abkühlung prophezeit wurde. Zu viele Faktoren, die das komplexe energetische Zusammenspiel von Sonnenstrahlung, Atmosphäre, Landfläche und Ozeanen bestimmt, sind unbekannt. Computermodelle des Klimas liefern nur das, was man in sie hineingesteckt hat. Nicht menschliche Abgase sind für eine mögliche Erderwärmung verantwortlich, sondern Variationen im Wasserdampfgehalt der Atmosphäre, ausgelöst durch kosmische Strahlen, Verschiebungen der Sonnenaktivität. Hinter einem Anstieg des Meeresspiegels stecken die Erdplatten, nicht eine Erwärmung und so weiter. So wird jetzt hier die Gegenposition aufgelistet, völlig angstfrei, auch nicht mit irgendwelchen relativierenden Sätzen beschrieben, sondern ganz sachlich. Richtig. Und das stimmt auch in dieser Form, wie das da beschrieben wird. Zumindest ist das eine wichtige Position, die hier als eine Perspektive dargestellt wird. Auf der anderen Seite geht es schon darum, dass wir auf gar keinen Fall diese unendliche, unnütze Verbrauchsorgie, die wir haben an Rohstoffen, einfach weiterführen können, nach dem Motto, das mit dem Klimawandel, mit dem Menschengemachten stimmt nicht und eigentlich können wir dann das doch genauso weitermachen, wie es bisher der Fall war. Nein, so geht es nicht. Wir zerstören
zerstören die Erde, wir zerstören die Menschen. Wir haben es alleine geschafft, durch die Großindustrialisierung die sogenannte dritte Welt, die afrikanische Welt, mehr oder weniger in die Abhängigkeit zu bekommen dieser ganzen westlichen Welt. Diese gesamten Zusammenhänge müssen dargestellt werden. Leider halten die Politiker, die ja nur noch Marionetten sind, die gesteuert werden von den eigentlichen Mächten, die von Tag zu Tag in Milliardengröße reicher werden. Wir dürfen nicht vergessen, all diese Dinge, die wir haben, dienen der Umverteilung. Das heißt, das Ziel der Politik ist nicht die Abschaffung der Maßnahmen, die wir haben, der Shutdown-Maßnahmen, sondern die Aufrechterhaltung der Shutdown-Maßnahmen, um diese Umverteilungsorgie weiter zu forcieren. Und in diesem Ganzen steht dann irgendeine Überschrift, die heißt dann Klimawandel, die heißt dann Menschenrechte und all diese Vokabeln, die wir kennen, die ohne Substanz genannt werden, ohne tatsächlich eine Diskussion zu bringen, weil die Menschen, das Volk, wird für dumm gehalten. Und diese führenden Strukturen verachten damit die Menschen. Man könnte die Menschen tatsächlich aufklären, so wie wir das machen. Wir sehen ja auch immer wieder, dass Menschen abspringen, zum Beispiel auch bei uns als Abonnenten. Das sehen wir auch an bestimmten Stellen. Wir reden ab und zu darüber. Wir werden nicht müde, weiter dabei zu sein, denn die Menschen, die sich verabschieden und sagen, ich bin nicht mehr dabei, die gehen ja nicht in den Widerstand zu uns, sondern die gehen in die Trägheit zurück, wo sie oft herkommen. Das ist jetzt mal meine provokante Analyse dazu. Und wir greifen weiterhin unsere gesamte Kraft in die Richtung, dass wir versuchen aufzuklären, weil jeden Tag kommen neue Menschen dazu. Und je mehr Menschen verstehen, wie diese Weltstrukturen insgesamt laufen, desto eher wird sich tatsächlich auch ein Widerstehen entwickeln, dass die Menschen dem widerstehen, was man ihnen von oben sagt. Das heißt, dass die herrschende Meinung nicht mehr die Meinung der Herrschenden ist, sondern die eigene Meinung, an die sich dann die Herrschenden anzuschließen haben. Das ist das Ziel und darauf läuft es auch hinaus. So, jetzt komme ich noch mal zu diesem Cyberangriff zurück auf das Fleischproduktionsunternehmen JBS. Dieses Unternehmen hat noch nicht öffentlich bekannt gegeben, dass es von einem Ransomware-Angriff betroffen war. Das Weiße Haus hat sich aber eingeschaltet und sagt, es sei sich der Situation bewusst und man wies darauf hin, dass eine kriminelle Gruppe dafür verantwortlich sei, also es sich um eine Cyberattacke handelt. Und man geht davon aus, dass diese kriminelle Gruppe wahrscheinlich, na, wo dürfte die ansässig sein? Es kann nur Russland sein. So, der böse Ivan ist es wieder gewesen. Man hat zwar keine Beweise, aber vorsichtshalber sagt man das mal. Und es heißt hier weiter, JBS hat die Regierung darüber informiert, dass die Lösegeldforderung von einer kriminellen Organisation stammt, die wahrscheinlich in Russland ansässig ist. Also man achte immer auf dies wahrscheinlich oder offenbar oder offensichtlich. Mit anderen Worten, man weiß es nicht, man spekuliert. Das weiß, also ich sage nicht, dass um Russland jetzt zu schützen, aber es ist so reflexartig immer dasselbe. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch sehr groß, wenn ich weiß, wie viele gerade US-amerikanische oder westlich geprägte Organisationen ihre ganzen Agenten und ihre Strukturen des Widerstandes gegen die russische Regierung aufbauen. Aus diesem Grunde würde es mich nicht wundern, wenn von russischem Gebiet diese Cyberangriffe sogar nachzuweisen sind. Die Frage ist, waren es Russen? Hat es in irgendeiner Form eine Motivation aus der Putin-Administration in irgendeiner Form zu tun, die man da rein interpretieren kann? Das ist ja die zweite Frage. Wenn ich eins verstanden habe, ich war vor vielen Jahren in Omsk in Sibirien und was ich dort gemerkt habe, wenn ich dort den Fernseher mal angeschaltet habe in den Hotels oder sowas, dann war das eine wirklich komplett westlich ausgerichtete mediale Abrichtung, die man da schon erkannte. Russland suchte auch den Superstar und so weiter. Das gab es damals schon. Und daran merkt man eben halt, von welcher Seite das kommen kann. Russland wehrt sich ja offenbar mit der Politik unter Putin sehr stark gegen diese massive Einflussnahme der Dekadenz. Denn das sind ja dekadente Entwicklungen. Ja, und gleichzeitig heißt es natürlich, es wird eine neue Weltordnung aufgebaut,
von Seiten Chinas und Russlands. Also da wird ja nun auch ein enger Zusammenhalt dargestellt, Andreas. Und wenn man die Schilderungen von dir über die Seidenstraßenstrecken und Zusammenhänge hört, dann ist das natürlich durchaus denkbar. Also man kann jetzt nicht nur sagen, man kann halt nicht sagen, der Iwan ist böse oder der Iwan ist gut, sondern der Iwan hat mehrere Seiten wie jedes andere Land. Ja, und das ist genau das Problem, was die US-Amerikaner momentan haben. Es ist keine Krise, sondern es ist ein Dilemma. Eine Krise bedeutet, dass eine Waage ins Ungleichgewicht gekommen ist. Und wenn eine Seite zu stark gewichtet wird, muss man entweder diese Seite, die höher gewichtet ist, wieder erleichtern, dass es ins Gleichgewicht kommt, oder die andere Seite beschweren. Dann kommen wir aus dieser Krise wieder heraus und sind wieder in der Waage. Was wir hier haben, ist aber ein Dilemma. Ein Dilemma bedeutet, da ist keine Waage im Spiel, sondern da ist eine völlige Verirrung in einer Sackgasse. Wenn wir weitergehen, im Prinzip laufen wir gegen eine Wand. Die Menschheit steht übrigens direkt vor einer Wand mit dem Gesicht und kann die Wand nicht einmal sehen. Das ist ja das Interessante. Und auf der anderen Seite können wir auch nicht stehen bleiben, wir können aber auch nicht zurück. Das ist das Dilemma. Und mit der Politik, die USA gerade gegen Russland und auch gegen China fährt, schweißen sie die beiden regelrecht zusammen. Das Gleiche jetzt auch noch mit dem Iran, was gerade passiert, mit dem angeblichen erhöhten Uran und so weiter. Interessanterweise maßen sich die Amerikaner ja an, auch darüber über andere Länder permanent urteilen zu dürfen. Das treibt genau den Gegner zusammen und verschweißt ihn. Das ist das Dilemma, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Die Wand vor dem Gesicht könnte auch das Brett vor dem Kopf sein, oder? Oder so. Auf jeden Fall sehen sie es nicht. Ja, und hier heißt es weiter in der Fox Business Meldung, dass JBS, also dieses Unternehmen, die Regierung, also die amerikanische Regierung darüber informiert habe, dass die Lösegeldforderung von, habe ich ja gerade gesagt, von einer kriminellen Organisation stammt, die wahrscheinlich in Russland ansässig ist. Und dann heißt es weiter, das Weiße Haus steht in dieser Angelegenheit in direktem Kontakt mit der russischen Regierung und vermittelt die Botschaft, dass verantwortungsbewusste Staaten keine Ransomware-Kriminellen beherbergen. So die Pressesprecherin des Weißen Hauses. Die Frau heißt Karine Jean-Pierre bei einem Pressebriefing. Andreas, heißt das mit anderen Worten, in den USA gibt es solche Cybergruppen nicht? Doch, mit Sicherheit gibt es sie auch. Also ich habe auch eine bestimmte Vermutung. Diese ganzen Aktionen, die da gerade gestartet werden, mit Ankündigung von Klaus Schwab vom World Economic Forum im letzten Jahr, wo er die Cyberattacken angesagt hat und jetzt kommen sie. Das ist ja immer mit Ansage. Man erkennt also die Agenda, die dahinter steht. Und ich glaube ganz einfach, es hängt auch damit zusammen, dass man hiermit die Kryptowährungen in große Bedrängnis bringen will, um sie komplett zu verbieten. Denn solche Cyberattacken, die laufen ja nicht ab, indem es eine Lösegeldübergabe gibt, indem einer einen Koffer aus dem Zug schmeißt, wie in einem alten Film aus den 70er Jahren, sondern hier wird dann irgendwo eine Überweisung in Bitcoin oder sonstige Dinge zu machen. Deshalb bin ich so kritisch gegenüber diesen Kryptowährungen, auch im Moment für die Leute, die darin ihre Anlage sehen. Aber ich glaube, man will damit auch diese Kryptowährungen mit in die kriminelle Ära mit reinbringen. Nicht, dass das jetzt ein neues Thema ist, was ich damit aufmache, aber das ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, dass wir erkennen, dass diese Währungen auf der Basis des Blockchains, die sogenannten anonymen Währungen, die eigentlich pseudonyme Währungen sind, tatsächlich in Misskredit geraten sollen und immer mehr Leute dadurch auch aussteigen, weil dadurch die Volatilität, also die Schwankungen der Kurse auch so extrem hoch sind. Ja, und also diese Meldung hier über diese Cyberattacke, die können wir an dieser Stelle mal beiseite legen. Aber es ist doch auffällig, Andreas, dass am selben Tag, wo das jetzt hier veröffentlicht wird, dein bester Freund Herr Lauterbach, Karl Lauterbach, sich zu Wort meldet und sagt, dass es einen veränderten Fleischkonsum bei den Bürgern geben müsse, weil diese Veränderung deswegen sehr wichtig sei, weil wir ein Pariser Klimaabkommen haben. Und er sagt also, wir müssen den Mut haben, politisch etwas zu verändern. Das hat er auf Twitter gesagt. Und er kritisiert laut den Fleisch- und Wurstkonsum der Deutschen.
Dabei, so heißt es hier in dieser Meldung von Epoch Times, ist der Fleischkonsum, das ist eigentlich auch eine schöne und interessante Nachricht, ist der Fleischkonsum in Deutschland deutlich rückläufig. Also erstmal sagt Karl Lauterbach, der sagt, der Schwerpunkt der politische für die Zukunft liegt eben auf dem Klimawandel, wenn Corona irgendwann vorbei ist. Und er in einem Tweet vom Sonntag schreibt er also wörtlich, Fleisch- und wurstlastige Ernährung in Deutschland ist ungesund und mit Pariser Klimaabkommen unvereinbar. Gleichzeitig erhöht die Abholzung des Regenwalds für Rinderzucht Pandemierisiko. Trotzdem fehlt uns Mut, politisch etwas zu verändern. Umweltmikado. Wer sich bewegt, verliert. Also irgendwie kann Herr Lauterbach immer zu allem was sagen und ich frage mich, warum er nicht als Kanzlerkandidat mittlerweile noch fungiert, denn er ist ja offenbar zu allem fähig und das können wir nur noch hier hinnehmen. Also wenn Herr Lauterbach so etwas sagt, ist das für mich vielleicht in der Relevanz nicht ganz so hoch einzustufen, aber eines ist aus meiner Sicht auch richtig, wenn wir das Ziel, und da rede ich ja auch schon seit über 20 Jahren darüber, irgendwann eine vegetarische Lebensweise sein sollte, dann ist da grundsätzlich gar nichts gegen einzuwenden. Die Frage, die sich stellt, ist, können wir die Anzahl der Menschen tatsächlich dann noch so ernähren, wie wir meinen, dass wir es jetzt noch können? Mit der gleichzeitigen Deindustrialisierung, ich sprach letztes Mal darüber, dann könnte es sein, dass wir mit einer herkömmlichen landwirtschaftlichen Methode nur noch 2 Milliarden Menschen ernähren können. Und das bedeutet, wenn wir jetzt 8 Milliarden haben, dass 6 Milliarden verhungern müssen. Das ist die eigentliche Frage, die dahinter steht. Das heißt, einen tatsächlichen Umbau auf lange Zeit in Gang zu setzen, vernünftig, überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber die Art und Weise, mit der das gemacht wird von den Leuten, die vermutlich keinen Hunger leiden werden, weil sie in den richtigen Etagen sitzen, da wird es komisch. Wo bleibt eigentlich die Empathie gegenüber den Menschen, die jetzt schon Probleme haben, dass selbst in Deutschland am 20. das Geld alle ist und sie nur noch irgendein Toastbrot fressen, tatsächlich aus einer Folie raus. Entschuldige diesen Ausdruck. Aber so ist es aus meiner Sicht. Und diese Menschen haben keine Lobby. Herr Lauterbach hat sie offenbar. Ja, und vor allem hat Herr Lauterbach, wie Epoch Times schreibt, möglicherweise auch nur ein Scheinproblem angesprochen. Also ich halte es nicht für ein Scheinproblem, weil grundsätzlich ist diese Diskussion wichtig. Aber eben die Methoden, die jetzt eingesetzt werden, das wird natürlich für viele Menschen sehr schwierig werden. Aber hier heißt es, immerhin ist der Verbrauch von Fleisch in Deutschland bereits seit Anfang der 90er Jahre in deutlichem Maße rückläufig, betrug der Gesamtverbrauch an Fleisch pro Kopf im Jahr 1991 noch 95,3 Kilogramm, wovon 63,9 auf den menschlichen Verzehr entfielen, sank dieser bis 2020 auf 84 bzw. 57 Kilogramm. Und demgegenüber ist der Anteil der Menschen in Deutschland, die täglich mehr Obst und Gemüse verzehren, von rund 69% im Jahr 2018 auf 76% 2021 angestiegen. Außerdem geht der Trend immer stärker auch zu den Fleischersatzprodukten wie vegetarischen Brotaufstrichen, Sojabratlingen, Tofu und so weiter. Wir machen ja hier oft auch mal, geben wir den Hinweis, dass man sich selber was machen kann, Smoothies selber machen kann, zum Beispiel mit Brennnesseln, mit Kräutern von draußen, mit ein paar Salatblättern, mit einigen Beeren. Jetzt kommt die Beerenzeit. Das sind ja die Dinge, die uns vollwertige Mahlzeiten ersetzen, unseren Körperhaushalt basisch machen und wir dadurch gesünder leben. Wir versuchen ja auch hier im Kanal immer das Thema Gesundheit, Immunsystem selber stärken, rausgehen, sich bewegen, an der frischen Luft sein, Baum umarmen, was Andreas auch regelmäßig macht, weil da unendlich viel Energie auf uns übergeht. Also es gibt schon wirklich hervorragende Ersatzmethoden. Ja, und das Gesundheitsbewusstsein ist ja auch gestiegen, das darf man nicht vergessen. Ich erinnere mich an meine Kindheit und Jugend, 60er und 70er Jahre, da war das Thema gesunde Ernährung überhaupt kein Thema. Da hat jeder so mehr oder weniger das gegessen, was es so auf dem Tisch gab. Nur hatte man automatisch damals schon, man hatte noch seinen Garten, man hatte seine eigenen Kartoffeln, seine Erbsen und so weiter im Garten, das kenne ich noch alles sehr gut. Und heute sind wir ja in eine reine industrielle Ernährungsproduktion umgestiegen. Und
Und dadurch kam natürlich auch wieder ein neues Bewusstsein. Es gibt immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema Ernährungsbewusstsein, Ernährungswissenschaften und so weiter beschäftigen. Dadurch werden die Menschen natürlich gesunder und gesunde Menschen können auch besser denken. Das ist allerdings von der Politik und von der Macht nicht unbedingt gewollt. Jetzt haben wir ein Coronavirus und offenbar sind also die Maßnahmen nicht darauf ausgelegt, die Maßnahmen zu beenden, sondern die Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Und dadurch werden die Leute wieder krank. Wenn sie sich schon gesund ernähren, dann sollen sie wenigstens zu Hause bleiben, bis sie dadurch wieder krank werden und in sich zusammenfallen. Und daran erkennt man, gesunde, freie, denkende Menschen will man nicht unbedingt haben. Ich glaube das einfach nicht. Wenn man uns ewig die Gesundheit vorhält, warum man dann solche Maßnahmen macht, das ist eigentlich widerlegt. Ja, wir kommen auch gleich noch zu einigen Themen, was die Ethikkommission und so weiter angeht. Auch da gibt es sehr erfreuliche Entwicklungen, nämlich dass Leute, Wissenschaftler, die bis jetzt auch im Dienste des Staates durchaus geforscht haben, dass die ausscheren und sagen, so jetzt reicht's aber mal. Kommen wir gleich zu. Ich möchte noch ganz kurz beim Thema Cyberkriminalität bleiben. Das ist ja das Lieblingsthema deines Lieblings Klaus Schwabs, Andreas. Das hat er ja uns alles angekündigt und es gibt ja auch im Juli in diesem Jahr ein großes Pandemiespiel, ein Planspiel. Polygon heißt das, glaube ich. Ja, Cyberpolygon. Da wird dann tatsächlich mal ein Zusammenbruch, also ein kompletter Blackout, vor allem mit dem gesamten Zusammenbruch des Internets geprobt, dass also die gesamte Kommunikation ausfällt. In Krankenhäusern, in der Industrie und allem. Wir können uns schon auf was gefasst machen, was hier geplant werden könnte. Bitte, bitte, nehmt das ernst. Seht zu, dass ihr alle eure wichtigsten Daten, die ihr abgespeichert habt, ausdruckt, abheftet, dass ihr genügend Blöcke da habt, dass ihr genügend Stifte da habt, denn es wird kommen. Also so klar, wie das sich hier abzeichnet, da muss man nicht wirklich intelligent sein, um die Zusammenhänge mitzubekommen. Aber auch hier sehe ich wieder schwere Versäumnisse der Mainstream-Medien, dass solche Themen jetzt nicht ernst genommen werden. Und gerade die Themen des Great Reset, da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, du lachst immer, aber es ist, wenn ich Herrn Schwab höre, wie er das sagt, ist egal. Also ich möchte ja niemanden angreifen, das mache ich auch nicht. Aber ich darf das auch so sagen, Secret Reset. Und ja, also es gibt eine russische Meldung. Wir haben ja hier auch Kollegen, die uns die russischen Meldungen ins Deutsche übersetzen. Und diese Meldung hat die Überschrift Verbrechen zu verkaufen. Habe ich heute auch schon eingestellt. Die übersetzten Texte findet ihr auch oberhalb des Podcastes. Es heißt hier, Cyberkriminelle haben einen ganz kriminellen Markt organisiert. Von Hackerangriffen bis zum Stehlen von Geld, von Konten wird alles angeboten. Und da heißt es, es sieht so aus, als ob die moderne Technologie der Menschheit, die digitale Identität, einen grausamen Streich gespielt hat. Die von der Cybermafia beherrschte Schattenwirtschaft ersetzt allmählich die legale Wirtschaft. Und das liegt nicht nur daran, dass verbotene Dienstleistungen oder Waren online bestellt werden können. Scheinbar legitime Transaktionen sind in der Schattenwirtschaft manchmal profitabler, weil man nämlich keine Steuern, keine Zölle und andere Gebühren zahlen muss. Und Cyberkriminalität multipliziert mit der Realität einer Pandemie könnte eines Tages das globale Finanzsystem und folglich die Wirtschaft zum Einsturz bringen. Ja. Andreas, eventuell wird das ja auch der Stecker sein, den man zieht, um das System, wie du ja schon lange angekündigt hast, zum Kollabieren zu bringen? Ja, die künstliche Intelligenz wird hier zum Boomerang für die Architekten dieser Struktur, die Menschen damit in die komplette Kontrolle haben wollen. Denn wenn daraus natürlich die Gegner auch ihre Strukturen ableiten und ihre eigenen Administrationen regelrecht aufbauen, nämlich die elektronischen Cyberadministrationen, und fangen dann an, durch reine Umverteilung permanent sich zu bereichern, das heißt umzuschalten, die Gelder umzulenken, dann bedeutet das, dass diese Umlenkung des Geldes nicht mit einer Leistung verbunden wird, sondern nur mit einer Umbuchung. Und es findet also keinen Mehrwert statt. Wenn normalerweise Geld ausgegeben wird und das wandert von einem zum anderen Besitzer,
ist im Normalfall eine Leistung damit verbunden. Der muss etwas dafür tun oder etwas dafür verkaufen. Wenn in diesem Fall aber nur umgebucht wird, dann bedeutet das, dass keine Mehrwertleistung dahinter steht. Das heißt, das Geld an Attraktivität verliert und es irgendwann gar keiner mehr haben will, weil es ja nur noch umgebucht würde und irgendwann die Tausende auf dem Fußboden liegen oder in der Stadt auf den Straßen rumliegen und keiner bückt sich irgendwann mehr. Und das ist das, was man daraus ableiten kann. Die künstliche Intelligenz führt hier tatsächlich genau zum Zusammenbruch der Strukturen, wie es das System jetzt eigentlich will. Bloß die stellen sich vor, vielleicht stellt man sich das vor wie einen großen Turm, dieser Turmbau zu Babel. Und dieser Turm, dieses System, ist dabei gerade zu kippen. Und das momentane Machtsystem versucht jetzt die Fallrichtung zu bestimmen. Und anhand der Fallrichtung wissen sie ganz genau, wenn das Ding nach Osten fällt, dann wissen sie genau, da liegt dann am Ende, wo das unten aufschlägt, die neue Organisation, das neue System, wo wir wieder an der Macht sind. Nun gibt es aber die Gegenspieler, die versuchen, eine andere Fallrichtung zu bestimmen. Und das würde dem System natürlich nicht mehr passen. Wir merken, das ist also tatsächlich eine ganz große intraspezifische Aggression, also ein Krieg zwischen verschiedenen Perspektiven, nämlich der vermeintlichen ehemaligen Machtinhaber mit einer neuen Machtelite, die sich auf der alternativen Ebene tatsächlich entwickelt. Natürlich mit anderen Grundlagen und auch nicht unbedingt besser. Denn wo wir hinkommen müssen, ist wieder auf die menschliche Ebene, auf die geistige Ebene und auf die Selbstbewusstseinsebene. Aber das ist dann der nächste Schritt. In diesem russischen Artikel wird der Präsident der russischen Sektion der International Police Association, Generalleutnant Juri Zdanov, interviewt. Er ist auch Doktor der Rechtswissenschaften, Jurist der Russischen Föderation. Und der erklärt gegenüber der Rossiskaja Gazeta, welche neuen Bedrohungen die Cybermafia darstellt. Also er sagt, ich befürchte, dass eine Krise allein diese Situation nicht lösen wird. Es findet die größte Umverteilung von wirtschaftlichem Reichtum in der Geschichte statt. Das Risiko von Cyberkriminalität für Innovations- und Investitionsanreize ist weit größer als die jährlichen Schäden durch Naturkatastrophen. Und kriminell ist es profitabler als der weltweite Handel mit allen wichtigen illegalen Drogen zusammengenommen. Und dann gibt es hier Zahlen. Das US-Cybersicherheitsunternehmen Cybersecurity Ventures erwartet, dass Cyberkriminalität im Jahr 2021 weltweit einen Gesamtschaden von ca. 6 Billionen US-Dollar verursachen wird. Ja, das halte ich für sehr realistisch. Ich hatte das auch irgendwann gelesen in einem Artikel, den du jetzt verlinkt hattest in den letzten Tagen. Und diese 6 Billionen, ich habe das mal so grob überschlagen, sind durchaus eine Größenordnung, die dazu passen. Man muss sich das vorstellen, dass es sich dabei um 2/3 ungefähr des bundesdeutschen Haushaltes handelt. Und das ist die fünfte, also zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also wir sehen, das sind natürlich Dimensionen, die übrigens exponentiell steigen. Irgendwann sind 20 Billionen, dann 50 Billionen und spätestens dann hat einer das System abgeschaltet. Ja, also das waren ja jetzt die Zahlen hier für USA. Die weltweiten Kosten der Cyberkriminalität werden jährlich um 15% wachsen, heißt es, und bis 2025 10,5 Billionen US-Dollar erreichen, im Vergleich zu 3 Billionen im Jahr 2015. Und diese Zahlen, so sagt der Wissenschaftler, beziehen sich nur auf den sichtbaren Teil des Netzwerks. Darüber hinaus ist im Schatteninternet der Schaden von Cyberkriminalität überhaupt nicht quantifizierbar. Einigen Berichten zufolge ist die Größe des Schattennetzwerks, auch des Darknets, das nicht indiziert und für Suchmaschinen unzugänglich ist, 5000 Mal so groß wie das offizielle Internet. Ja, und genau so ist es. Also
ich sehe ja immer diese Zahlen, die genannt werden von den Ämtern, die das statistisch berechnen. Sie müssen mit Annahmen arbeiten, denn es ist genau wie in der Drogenkriminalität oder in der Prostitution, dass also die Zuhälterorganisation, die ja kein Bundes- oder Weltverband haben, dann offiziell die Zahlen dann an die UNO melden, damit sie dann auch wissen, wie groß dann der kriminelle Bereich ist. Die melden das nämlich nicht, die machen das nämlich einfach so ohne Papiere. Und wenn man dann so diese Zahlen sieht, dann sind sie auch noch so mit Kommazahlen bezeichnet, dass es dann heißt, die Prostitution hat ausgemacht, meinetwegen 25,328 Millionen Euro im letzten Jahr im Schwarzhandel. Dann frage ich mich immer, wo kommen die Zahlen eigentlich her? Die sind einfach Schall und Rauch und dienen einfach nur der Komplettverblödung. Klingt aber gut. Klingt gut. Ja. Andreas, spannend ist ja, dass dieser Wissenschaftler, über den wir hier reden, der ja auch gleichzeitig noch Präsident der russischen Sektion der International Police Association ist und Generalleutnant, dieser Juri Zdanov, den wir hier gerade zitieren, dass der sich bei seiner nächsten Aussage, die wir vorlesen, auf den Global Risk Report 2020 des Weltwirtschaftsforums bezieht. Und wenn wir denn wissen, dass dieses Polygon, was da jetzt im Juli geplant ist, also dieses Planspiel einer Cyberattacke, unter anderem von der russischen Sberbank mit unterstützt wird, welche Schlüsse ziehst du daraus? Naja, wir sehen schon, dass hier die Infiltrationen des World Economic Forum versucht wird auch in die russischen Strukturen reinzubringen. Ich bezweifle, dass die Sberbank da in direkter Kooperation mit der Putin-Administration arbeitet. Das muss man einfach mal sehen. Wir müssen sehen, wir haben hier einen Kampf der großen Weltmächte und eine Neuverteilung und neue Struktur der gesamten Machtsysteme. Also man kann sagen, wie in den USA, wo Trump und Biden gegenteilige Pole sind, so dürfte es das ja genauso in Russland geben. Genau. Und der Überblick ist wirklich schwer zu behalten, weil auch bei uns ruft leider keiner an, vom World Economic Forum und aus dem Kreml auch nicht und sagt, pass mal auf, Eva, wir haben da gerade eine neue Information, so und so läuft das. Und hier gehen Sie die ganz kurzen Daten. Die bekommen wir auch nicht. Wir tappen dann natürlich alle so ein bisschen im Dunkeln und können nur anhand der Entwicklungen versuchen zu interpretieren, müssen immer wieder nachjustieren. Das ist der Stoff, aus dem Verschwörungstheorien herauskommt. Aber das ist auch entscheidend. Wir brauchen natürlich bestimmte Verschwörungstheorien, denn die gesamte Welt besteht ja nur aus Theorien, die zu einer Verschwörung führen. Das ist ja die Grundlage einer Verschwörung, um sie dann in die Praxis umzusetzen. Das klingt immer so, wie wäre es das etwas, was es nicht gibt und was man nur erfindet. Verschwörungstheorien, denke ich mal, sind zum größten Teil irgendwann bewiesen. Ja, aber die Thesen, die beispielsweise das WEF aufstellt, das sind Verschwörungsthesen. Also wenn Herr Schwab in seinem Buch Grid Reset, wenn er da ankündigt, dass so und so viele Milliarden Menschen dadurch in Hunger geraten, dass viele Millionen und Milliarden arbeitslos werden und so weiter, woher weiß er das denn schon im Frühjahr letzten Jahres? Weil wenn man im Juli ein Buch veröffentlicht, dann muss man das vorher geschrieben haben. Also gehe ich davon aus, dass das im Frühjahr entstanden ist. Woher weiß er das denn alles? Wie kann er diese Thesen aufstellen? Das müssen doch erstmal Verschwörungen sein. Ja, natürlich. Das WEF fährt eine ganz klare Verschwörung. Und das nennen sie, das beweisen sie in ihrem täglichen Umgang, in ihren täglichen Äußerungen, dass es sich um eine reine Verschwörung handelt. Das Interessante ist ja auch, wie kann es sich ein Mann wie Klaus Schwab eigentlich anmaßen, als einem Mensch zu sagen, wie die Welt laufen wird? Und dass es dann auch noch so umgesetzt wird. Wie kann es sich ein Bill Gates, der ja momentan abgetaucht ist wegen seiner kriminal-sexuellen Kontakte, die er irgendwo hatte zu einem bestimmten Milieu, der gerade abgetaucht ist, wie kann er sich anmaßen, in einer Sondersendung von ARD Gebührenzahler finanziert zu sagen, wir werden 7 Milliarden Menschen durchimpfen? Also ich meine, wenn man diese Zahlen hört oder diese Aussagen hört von ganz konkreten Menschen, es wird eine Hungersnot geben, es wird nie wieder so sein wie vor Covid und wir werden eine Cyberkriminalität haben, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Und das, was ich gerade gesagt habe, waren nur 2 Menschen, die das gesagt haben in verschiedenen Interviews, ganz offen. Und wer dann von Verschwörungstheorie spricht, dann frage ich mich, sag mal, wie blind muss man dann geschlagen sein?
Aber jetzt bitte keine intraspezifische Aggression, ja? Wir können auch Streit sagen, ist einfacher. So. Ja, und hier am Ende dieses russischen Artikels, und das ist eben das, worauf dieser Herr Danov sich bezieht, nämlich auf die Aussage des Global Risk Report 2020 des Weltwirtschaftsforums. Er sagt, organisierte kriminelle Organisationen, die in Cyberkriminalität verwickelt sind, schließen sich zusammen, wobei die geschätzte Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung und Strafverfolgung bei 0,05% liegt. Ja, und das ist das Interessante. Diese technischen Möglichkeiten bieten ja die Chance, dass sie sich zusammenschließen, ohne dass sie sich treffen müssen, ohne dass sie sich namentlich kennen, ohne dass sie ihre Identitäten austauschen auf der rein physischen Form. Das heißt, sie treten alle mit irgendwelchen IP-Nummern auf, sie treten alle mit irgendwelchen Pseudonymen auf, und aus diesem Grunde kann der eine den anderen auch gar nicht verraten. Denn wenn da mal irgendwas hochgeht, dann legt er sich einfach eine neue Identitätsnummer an und dann ist er weg. Ja, und bezahlt wird in Kryptowährung, kann auch keiner nachvollziehen. Aber Andreas, wenn dann der große Cyberangriff auf die Welt kommt und das ganze Internet praktisch lahmgelegt ist, dann haben die auch das Nachsehen. Ja, ich denke mal, man wird versuchen, neben dem Internet noch eine zweite Struktur des Netzes zu haben. Es gibt ja nicht nur das Internet, es gibt ja auch alternative Formen, die von beispielsweise Amerikanischen im Pentagon schon längst aufgearbeitet wurden, über bestimmte Satellitenstrukturen auch die militärischen Verbindungen zu haben, mit denen man vermutlich sogar die künstliche Intelligenz aufrechterhalten kann an bestimmten Stellen. Wie weit das aber auf Dauer und ausgewiesen ist und auch bereits entwickelt wurde, das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Ich gehe davon aus, wenn das Internet zusammenbricht, wird es sehr schwierig für diejenigen, die das System steuern wollen, auch für das World Economic Forum und ihren ganz anhängenden Marionetten von Frau Merkel über Frau Baerbock über Herrn Spahn und alle, die da ja letztendlich drin sind. Übrigens auch die großen Konzerne sind ja drin. Wir haben gerade mal geguckt, Joe Kaeser, der ehemalige Siemens-Chef, der jetzt gerade Wahlkampf für Frau Baerbock macht. Man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ja unfassbar. Der sagt, er hält sie für eine fähige Kanzlerin. Ich weiß nicht, wie oft er mit ihr gesprochen hat. Ich noch nicht mit ihr. Ich habe nur gehört, was sie gesagt hat. Und da komme ich zu ganz anderen Ergebnissen. Aber daran erkennt man auch offenbar der Druck, der ausgeübt wird auf persönliche, menschliche Strukturen. Denn Herr Joe Kaeser war ja auch schon mal in Misskredit geraten, weil er tatsächlich unternehmerisch gedacht hatte. Und das hat man ihnen dann natürlich gleich wieder weggezogen, als er sagte, er will auch mit Ländern reden, die als die sogenannten bösen Länder gelten, also mit Russland zum Beispiel. Und danach wurde er relativ schnell nicht mehr Vorstand von Siemens und ist dann plötzlich weg. Und jetzt macht er eben tatsächlich Wahlkampf für Frau Baerbock. Das sind die Zeichen, die wir beobachten müssen. Aber nochmal, wenn du sagst, er wird unter Druck gesetzt, dann ist es deine persönliche Meinung, ja, und ich teile die hier gar nicht, ganz redaktionell. Offiziell könnte es sein, aber es muss nicht sein. Mhm. So, und jetzt bin ich bei einem Artikel, den hat die deutschen Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht. Übrigens auch ein tolles Portal, kann ich auch nur jedem empfehlen. Die arbeiten auch sehr sachlich, sehr neutral, manchmal ein bisschen Mainstream, aber im Großen und Ganzen extrem kritisch. Und die haben etwas sehr Interessantes hier veröffentlicht, nämlich, jetzt darf ich es noch einmal sagen und dann sage ich es nicht mehr, der Crit Reset ist keine Verschwörungstheorie. Er ist eben, und das heißt ja, die Medien, gerade die deutschsprachigen, behaupten ja immer, ja, das ist eine Verschwörungstheorie, da muss man sich nicht weiter drum kümmern. Und hier heißt es ist nicht nachvollziehbar, warum die Great Reset-Initiative des Weltwirtschaftsforums per se als Verschwörungstheorie abgetan wird. Zuvor wurde das hier auf diesem Portal schon mal dokumentiert. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten sagen, dass es sich um eine ernsthafte und durchdachte Initiative handelt, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden muss. Das Gegenteil passiert aber in der Öffentlichkeit, nämlich so gut wie gar nichts. Und hier heißt es weiter: Während alle politischen Lager in Deutschland damit beschäftigt sind, diese Initiative zum Anlass zu nehmen, sich im Sinne des tagespolitischen Profits und angesichts des Bundestagswahlkampfs gegenseitig zu diffamieren, machen sich in den USA Denkfabriken
Institutionen und Politiker ernsthafte Gedanken über diese Initiative, die eine Transformation der Gesellschaften und Volkswirtschaften herbeiführen soll, vor allem im finanzpolitischen Bereich, im Zusammenspiel mit der Digitalisierung. Wie wird das neue Finanzsystem ausschauen? Und hier wird zitiert die IWF-Chefin Kristalina Georgieva, die offen von einem neuen Bretton Woods-Moment spricht. Und dann werden hier eine Reihe von Berichten aus den USA genannt, die mal sich angeschaut werden können, um die gedankliche Starre in Deutschland in Frage zu stellen. Ich lese nur mal kurz ein paar vor, zum Beispiel das Competitive Enterprise Institute mit der Roadmap for the Great Reset oder the Brookings Institution, the Great Reset, Relaunching Africa's Economies. Zum Beispiel geht es auch um Afrikas Wirtschaft, die umgestellt werden soll. Und Rand Corporation, The Great Reset Policy in 2030. Es sind hier mehr als ein Dutzend aufgeführt. Zum Beispiel auch die Webseite von Prinz Charles, der eine eigene Great Reset Rubrik auf seiner offiziellen Webseite hat. Oder die Zeitung The Hill, Introducing the Great Reset World Leaders Radical Plan to Transform the Economy, also um die ganze Weltwirtschaft eben zu ändern. Und hier heißt es, die Liste könnte ewig weitergeführt werden, aber in der deutschen Öffentlichkeit wäre es angebracht, wenn sich Journalisten, Politologen, Bürger, vor allem Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler zunächst mal die obigen Berichte durchlesen, um eine objektive Einschätzung über den sogenannten Great Reset vorzunehmen. Ja, das findet ja wirklich nicht statt. Also wenn ich mir ansehe, gerade die sogenannten Experten in dem TV, im Öffentlichen, dann spüre ich wirklich eine wirklich gesegnete Ahnungslosigkeit. Das heißt, sie haben sich mit den Dingen nicht beschäftigt. Sie argumentieren nur auf den Mustern des alten Systems und versuchen das im Rahmen ihrer geistigen Möglichkeiten, ihrer Gedankenformen, die sie sich selbst gegeben haben, eingeschränkt haben, gar nicht mehr über die Mauer rüber gucken. Und dadurch kommt dann auch so viel Unsinn zustande, was in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr gilt. Ja, ich stelle euch diesen Great Reset-Artikel der Deutschen Wirtschaftsnachrichten nochmal ein, weil er sehr wertvolle Beiträge bringt, ich habe sie gerade angelesen, wo man sich wirklich schlau machen kann. Wer nicht so gut Englisch spricht, der kann sie in den Übersetzer packen, ob das von Google einer ist oder DeepL, kann ich auch nur empfehlen. Wir haben ein Abo, dann kann man die Texte im Ganzen reingeben und es geht blitzschnell und es sind wirklich sehr gute Übersetzungen. Also das kann man wirklich nur empfehlen, sich diesem Thema einmal zuzuwenden, denn es ist in der Luft, es ist Tatsache, es wird auf uns zukommen. Alles, was Herr Schwab angekündigt hat, das ist ja auch eingetreten bislang und es wird auch weiter so gehen. Das heißt, wer jetzt immer noch sagt, ich möchte mein altes Leben zurückhaben, ich lasse mich impfen und dann geht alles wieder wie früher, das ist vorbei. Und das müssen wir, ob uns das gefällt oder nicht, aber wir müssen der Sache ins Auge sehen. Und damit können wir uns erst richtig vorbereiten darauf, indem wir Vorsorge betreiben. Wir wissen, es gibt Lieferengpässe inzwischen. Wir haben es vor einem Jahr schon angekündigt. Inzwischen sind die Lebensmittel teurer geworden. Inzwischen haben wir enorme Lieferengpässe bei Stahl, bei Holz, bei Kunststoff und so weiter, bei der Chipherstellung. Wir warten zum Teil auf Mobilfunkgeräte viel länger als früher. Bei uns ist es so hier, das haben wir von Nachbarn erfahren, die warten auf die Lieferung von Fenstern seit Monaten, was hier früher eine Sache von wenigen Tagen gewesen ist. Und ja, das kommt vielleicht irgendwann, aber wann und zu welchem Preis? Das heißt, wer all die Dinge im Blick hat, der kann vorsorgen. Weswegen wir immer wieder sagen, baut euer Gemüse selber an, macht euch unabhängig. Seht zu, dass ihr euer Saatgut selber zieht aus Tomaten, die besonders gut schmecken. Trocknet die Kerne, hebt sie für nächstes Jahr auf. Dann habt ihr Tomatensaatgut, wer weiß, ob es vielleicht auch bald kein Saatgut mehr gibt. Und bei Bohnen und bei Erbsen und den Kartoffeln natürlich. Alles könnt ihr euch selber sozusagen zusammenstellen, euch vorbereiten. Gesunde Ernährung, wie gesagt, die Smoothies, die Kräuter.
Nicht umsonst machen wir das. Das fällt alles unter das Thema Vorsorge. Auch die Bücher, die wir dazu einstellen, dieses wunderbare Brennnesselbuch oder das Kräuterwissen, das Gartenwissen. Wenn es irgendwann kein Internet gibt, wenn es ausgefallen ist, seid ihr froh, wenn ihr diese Bücher da habt. Übrigens, Goethe ist ausverkauft. Andreas, diese schöne, sehr günstige Ausgabe, die Hamburger Ausgabe, aber wird in 2 bis 3 Wochen wieder lieferbar sein. Wir stellen das dann auch wieder ein, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Man kann sie auf die Warteliste setzen. Haben sich ein paar Leute beschwert jetzt, die wollten das bestellen. Es gibt es nicht mehr, gibt es aber bald wieder. Und auch wir bestellen pausenlos Bücher, die wir finden, die für uns interessant sein könnten. Denn das Buch ist das Wissen der Zukunft. Und nicht das Internet, wovon dem man das ja in den 90er Jahren so angekündigt hat, dass das das Wissen der Zukunft ist. Ja, und das ist für mich eine großartige Nachricht, wenn ich höre, dass Goethe ausverkauft ist. In der heutigen Zeit unwahrscheinlich. Also ich bin ganz dankbar dafür, dass ich das hören darf. Wirklich. Weil das sind so großartige Schriften, die man dort erfahren darf. Und ich gucke selbst, wir haben gerade neulich, haben wir Schiller, eine Rede von Schiller gelesen. Erinnerst du dich gerade vor ein paar Tagen? Und wenn man diese aus dieser Zeit liest, wenn Schiller eine Antrittsrede in Jena findet, man zum Beispiel auch im Internet, und man liest dort mal beispielsweise in Deutsch nur einmal so diese wörtliche Rede von Friedrich Schiller. Und er dann, ist unfassbar, kein Fremdwort nutzt, kein Lateinisches, gar nichts. Aber man muss sich unglaublich bemühen, dann überhaupt noch mitzukommen. Und man spürt die hohe Kultur der Sprache, die wir hatten. Und wie wahnsinnig wir abgestürzt sind mit unserem heutigen Denglisch auch zum Teil. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon, den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich, entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Das ist Schiller. Und genau das meine ich. Ja, das mussten wir auswendig lernen. Das ist natürlich die Botschaft, die viele, die Bürgschaft. Die Botschaft ist auch schön, ist ja eine gute Botschaft drin. Ja, das haben wir noch auswendig gelernt. Das kann man dann auch sein ganzes Leben lang. Und wenn ich mal tatsächlich so ein bisschen Kulturnachholbedarf habe, dann sage ich das einfach laut auf und du musst es dir immer mit anhören, du Ärmster. Ich höre es so gerne, ganz ernsthaft, ich höre es so gerne und ganz, ich, ab und zu frage ich sogar, sagst du mir bitte mal die Bürgschaft auf, weil ich sie nicht kann. Immer noch nicht? Ich kann sie immer noch nicht, nein. Ich kann wirklich verschiedene andere Sachen. Ich habe mich ganz viele Jahre mit Goethes Faust auseinandergesetzt und das ist kein Boxer im Mittelschwergewicht, sondern die wichtige Figur Dr. Faust von Goethe, der über ihn gesprochen hat und mit dem Verkauf der Seele an den Teufel Mephistopheles. Das sind unglaubliche Zusammenhänge, auch um die heutige Welt zu verstehen. Und wenn man das in Verbindung mit den grünen Büchern abgleicht, im Lichte der Wahrheit betrachtet also, dann bekommt man auch einen ganz einfachen Überblick. Man kann dann auch gut gelernt gelaunt bleiben, weil man sieht, wie das Licht am Horizont bleibt. Man darf nur nicht ins Straucheln kommen. Ja, diese Bürgschaft zum Beispiel ist ja auch eine Geschichte. Also da geht es ja um einen Regierungstyrannen, der jemandem zusetzt, weil er eben ein Querdenker gewesen ist. Aber die Geschichte geht gut aus, denn der Tyrann wird überzeugt von der Treue des Freundes, der ja dem anderen ausgeliefert wird, bis der seine Aufgabe erfüllt hat. Also wunder, wunderschön. Da ist natürlich auch Moral, Ethik und all das drin, wonach es uns heute so dürstet. Und damit sind wir beim nächsten Thema, nämlich es gibt schwere Vorwürfe gegen die Ethikkommission wegen der Zustimmung zum Atomausstieg. Ihr wisst, Fukushima vor 10 Jahren hat dazu geführt, dass die Kanzlerin gesagt hat, wir setzen nur noch auf Grün und wir steigen aus allem aus, was Atom und Kohle und so weiter heißt. Und jetzt gibt es einen Wissenschaftler. Und zwar heißt dieser Stuttgarter Professor André Tess. Und der hat in einem offenen Brief an seine Kollegen geschrieben, diese Kollegen, die der Bundesregierung aus der Ethikkommission damals die Zustimmung erteilt haben zum Atomausstieg. Und
Er erhebt also, wie gesagt, schwere Vorwürfe gegen den amtierenden Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Matthias Kleiner, und gegen weitere hochkarätige Professoren wegen ihrer Rolle in der sogenannten Ethikkommission zum deutschen Atomausstieg. Als Co-Vorsitzender der Kommission hatte dieser Herr Kleiner sowie 7 weitere Wissenschaftler den Ausstiegsbeschluss von Merkel legitimiert. Der Wissenschaftler, der jetzt hier, der Herr Tess oder Professor Tess, wirft denen also vor, Grundregeln wissenschaftlicher Unabhängigkeit missachtet zu haben. Sie seien damit wörtlich dem Vertrauen, welches die Gesellschaft beamteten Hochschullehrern auf Lebenszeit schenkt, nicht gerecht geworden. Obwohl der Bericht der Ethikkommission schon 10 Jahre alt ist, halte er die Frage nach wissenschaftlicher Unabhängigkeit gerade jetzt für zeitgemäß. Denn viele Deutsche, sagt er, äußern angesichts der gegenwärtigen Pandemie- und Klimapolitik Zweifel an der Unabhängigkeit der Wissenschaft. Andreas, du bist ja auch oft kritisch mit den Wissenschaftlern, sagst, manchmal verdienen sie den Namen nicht mehr. Kommt da jetzt Bewegung vielleicht in das Thema? Ja, das wäre natürlich gut. Wir müssen natürlich eines sehen. Damals 2011, ich erinnere mich sehr gut, als Fukushima hochging. Das war an einem Tag, wo ich einen Vortrag gehalten habe mit Dirk Müller zusammen in Deutschland. Und ich weiß, wir haben da beide auf der Bühne gestanden. Und als wir das dann hörten, dass parallel neben unserer Veranstaltung mehr oder weniger immer wieder die Nachrichten mitgehört wurden, dass Fukushima da gerade in Flammen steht, dieses ganze Atomkraftwerk, das hat natürlich etwas mit einem gemacht. Und als es dann plötzlich dieser Reaktor dort explodierte, dieser eine Bereich des Kernkraftwerkes, da war das schon eine Sache, die emotional sehr stark berührte, weil wir ja auch aus einer Generation noch kommen, wo wir uns erinnern an Tschernobyl, was eine andere Grundlage war. Aber Tschernobyl hatte ja auch etwas Großartiges, also in der Art groß, nichts Schönes, großartig muss nicht schön sein, in der Art Großes ausgelöst in uns. Und da kamen natürlich dann so bestimmte Urängste zustande. Und diese Dinge berühren die Menschen und die Menschen beginnen dann natürlich auch Forderungen zu stellen. Hätte man damals beispielsweise nicht emotional entschieden in dieser Form, dann hätte es viele Probleme gegeben. Auf der anderen Seite entwickeln sich innerhalb von kurzer Zeit dann auch wieder Beruhigungstendenzen und dann kann man wieder nachjustieren. Das findet dann aber meistens nicht mehr statt, weil nur das Tagesaktuelle entscheidend ist und man sich nicht wirklich um nachhaltige Situationen kümmert. Die gesamte Versorgung mit Strom, die Infrastruktur der Versorgung mit Elektronik oder mit Elektro, also mit Strom, ist sowieso ein einziges Fiasko. Man hätte durchaus noch die Kohlekraftwerke, die durchaus sauber sind, noch laufen lassen können, um dann einen Ausstieg in einen neuen Einstieg einer tatsächlich ökologischen Wirtschaftsstruktur einzukommen. Es gibt ja Verschwörungstheorien, die besagen, und ich kennzeichne sie natürlich auch als solche, dass Fukushima kein Zufall gewesen sei, sondern im Prinzip der Wegbereiter für die Klimapolitik, für diese Art Great Reset, und dass das ganz gut in den Kram gepasst hätte. Nun wäre das natürlich ganz furchtbar, wenn man sich vorstellen sollte, dass so etwas initiiert worden ist. Wäre sowas denkbar? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe große Schwierigkeiten, mich in solche Verschwörungstheorien reinzudenken, weil das ist mir eine Nummer zu groß. Es wird auch argumentiert, dass man mit einfachen Bomben einer Plattentektonik im tiefen Meer dann damit einen Tsunami auslösen kann. Das steht da ja hinter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das überschreitet da nicht nur meine Vorstellungsmöglichkeiten, sondern auch die wissenschaftlichen Möglichkeiten, etwas so kontrolliert machen zu können. Da will ich mich unmöglich dran beteiligen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es passte trotzdem gut ins Konzept. Man muss ja nur lange warten. Wenn wir reden von einer bestimmten wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Entwicklung, dann reden wir beispielsweise bei Risiken bei Kernkraftwerken von einem Restrisiko. Restrisiko klingt immer so, als wäre es überhaupt kein Risiko mehr. Was ist eigentlich ein Restrisiko? Ein Restrisiko bedeutet, dass alle Eventualitäten, und zwar alle ausnahmslos, zu 100% gesichert sind. Das, was dann noch übrig bleibt, ist ein Restrisiko. Wir bezeichnen aber ein Restrisiko, indem wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Kernkraftwerk uns um die Ohren fliegt, liegt bei 1 zu 10 Milliarden zu 100 Milliarden. Das ist kein Restrisiko, was da besprochen wird, sondern ein kalkuliertes Risiko. Und hier wird auch schon wieder so mit falschen Begriffen gearbeitet. Restrisiken sind dann die Risiken, die in keiner Form mehr quantifiziert werden können. Andernfalls ist es ein kalkulierbares Risiko, egal wie viele Stellen hinter dem Komma noch an Nullen sind, bevor dann irgendwann die kleine 1 kommt. Das ist wirklich wichtig, dass man das versteht. Aber hier eine solche Verschwörungstheorie aufzubauen, dass das gemacht wurde mit Fukushima, da gibt es einige Menschen, die darüber reden, aber die Beweiskette ist wirklich nicht nur dünn, sondern auch wirklich teilweise unsachverständlich und da habe ich große Schwierigkeiten. Ich möchte dann noch ganz kurz weiter ausführen, was wir hier finden. Also der Professor Tess, der hier die Kritik übt, der ist Direktor des DLR-Instituts für Technische Thermodynamik, zugleich Inhaber des Lehrstuhls für Energiespeicherung an der Universität Stuttgart und als Ombudsmann für die gute wissenschaftliche Praxis am Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt ist Tess nicht nur qualifiziert, sondern auch berufen, Verstöße gegen wissenschaftliche Standards aufzudecken und zu kritisieren. Also der weiß ganz genau, wovon er redet. Und hier in dem Beitrag heißt es, dass ungeachtet des damals schon erkennbaren Zeitdrucks im Klimaschutz die Kommission in ihrem Abschlussbericht der Bundesregierung die erwünschte Zustimmung, die damals größte CO2-freie Stromerzeugungstechnik abzuschalten, erteilte. Die Ethikkommission ist der festen Überzeugung, dass der Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie innerhalb eines Jahrzehntes mittels der hier vorgestellten Maßnahmen zur Energiewende abgeschlossen werden kann, hieß es gleich zu Beginn des 115 Seiten starken Kommissionsberichtes. Weiter, dieses Ziel und die notwendigen Maßnahmen sollte sich die Gesellschaft verbindlich vornehmen, was sie ja dann auch gemacht hat. Und Tess sagt und beleuchtet die Frage, wie Sie, liebe Kollegen, bei Ihrer Arbeit in der Kommission den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis Ihrer eigenen Organisation sowie den von den Kommissionsmitgliedern Hüttel und Renn mitgestalteten Leitlinien Politikberatung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gefolgt sind. Er wirft dem heutigen Leibniz-Präsidenten Kleiner, der eigentlich für wissenschaftliche Qualitätssicherung zuständig ist als Experte, und den übrigen Professoren vor, Standards der Deutschen Forschungsgemeinschaft, deren Präsident Kleiner damals war, in 6 Einzelpunkten missachtet zu haben. Ich will die jetzt nicht alle aufführen, aber er sagt, das von Ihnen repräsentierte Kollegium verfügte nicht über hinreichende Fachkompetenz, um die Risiken eines Verbleibs in der Kernenergie gegenüber denen eines Ausstiegs umfassend und sachgerecht abzuwägen. Andreas, und wir sehen es ja heute, wir haben ja oft das Thema Energieversorgung, du hast es gerade auch schon wieder angesprochen, das heißt die Energieversorgung in Deutschland, die ja mit diesem Beschluss damals vor 10 Jahren von Angela Merkel initiiert wurde, die Energieversorgung ist keineswegs gesichert, sondern alle großen Stromerzeuger und auch Aufsichtsbehörden warnen vor bevorstehenden Blackouts. Ja, also was mich stört bei der ganzen Diskussion, ist die reine symptomatische Diskussion und nicht die tatsächliche Grundsatzdiskussion. Das bedeutet, dass die Wissenschaftler mit ihren entsprechenden Ausschnittswissen, mit dem Ausschnittswissen, was sie haben, tatsächlich nicht das Gesamtbild sehen, sondern immer nur Teile. Die Grundlage muss doch gestellt sein, die Frage nicht, wo kommt der Strom her, sondern wo geht der Strom hin? Das ist das allererste. Brauchen wir so viel Strom? Hätten wir nicht schon längst, hätte Fahrradkette, ich weiß, hätten wir nicht schon längst eine neue Systematik diskutieren können? Wir haben 2011 darüber in unserem Plan B gesprochen beispielsweise. Das heißt, eine Wirtschaft zu konzipieren, die den menschlichen Bedürfnissen dient, das heißt, die Befriedigung der Bedürfnisse im Ziel hat und nicht nur Umsatz und Größe und Marktanteile und unendliches Wachstum. Das sind die Dinge. Das Zweite ist dann, wenn wir uns über Kernkraftwerk unterhalten, dann sollten wir auch darüber sprechen, wie denn tatsächlich die Endlagerung
der übrig gebliebenen Dinge dann eben halt ist. Was passiert mit der atomaren Strahlung, wo beispielsweise dann in Gorleben oder sonst wo in den alten Salzbergwerken oder in Stöcken unten in den Höhlen dann die strahlenden Dinge alle eingelagert werden? Stellen wir uns mal vor, die Neandertaler hätten vor 10.000 Jahren beispielsweise Atomkraftwerke gehabt, Kernkraftwerke gehabt, dann müssten wir heute uns noch mit der Entsorgung dann auseinandersetzen mit den strahlenden Stoffen, die dann noch irgendwo einlagern. Es gibt zwar mittlerweile auch Argumentationen, dass man sagt, man kann diese strahlenden Rest, den Müll, den Atommüll quasi dann tatsächlich wieder renaturieren und man kann ihn sogar entstrahlen, durch bestimmte Verfahren, aber diese Diskussion findet gar nicht statt. Das heißt, die technische Diskussion des ganzheitlichen Ansatzes, was bleibt denn eigentlich übrig, wenn ein Kernkraftwerk billig Strom produziert? Also wer hat denn zum Beispiel von dem billigen Strom produziert, den beispielsweise Tschernobyl dargestellt hat? Das war zu der damaligen Zeit noch die Sowjetunion, das war Brezhnev. Aber nur ist das Ding eben halt hochgegangen, es muss ein Sarkophag nach den anderen oben drüber gemacht werden mit Beton, aber wer zahlt denn die Rechnung? Die können wir Herrn Brezhnev nicht an sein Grabmal rannageln, sondern die zahlen die jetzt da sein den Menschen. Aber den billigen Strom, den hat man damals gehabt. Es geht nämlich meistens auch um Gelder dabei. Und diese Gelder und Kosten haben wieder was mit Umverteilung zu tun. Wir dürfen das gesamte Bild bei dieser gesamten Diskussion nicht verlieren. Ja, und ganz kurz noch. Professor Tess wirft dem Kollegium vor, den internationalen Stand der Wissenschaft unberücksichtigt gelassen zu haben und dadurch wieder einmal einen nationalen Alleingang Deutschlands Vorschub geleistet zu haben. Dem Dokument fehle eine Einordnung in die internationale Forschung zur Ethik der Kernenergienutzung. Der Bericht, so sagt Tess, erweckt konkret den Eindruck, es gebe außerhalb Deutschlands keine ethischen Abwägungen zur Atomenergie. Sie sind der Öffentlichkeit eine Begründung schuldig geblieben, in welcher Hinsicht sich die ethischen Maßstäbe einer deutschen Professorengruppe etwa von denen einer französischen unterscheiden. Und ihm geht es übrigens nicht um inhaltliche Fürs und Widers der Atomenergie, so Tess, sondern um die Bewahrung der selbstgesetzten Standards der deutschen Forschungsgemeinschaft. Eine Frage, die für die aktuelle Energie- und Klimapolitik Brisanz hat, denn nicht nur, und das wird hier, das ist übrigens ein Artikel der Welt, die sich damit kritisch auseinandergesetzt haben, nicht nur von der Jugendorganisation Fridays for Future wird die Forderung erhoben, wörtlich der Wissenschaft zu folgen. Das hat eine enorme politische Kraft entfaltet und kürzlich haben sich selbst das Bundesverfassungsgericht sowie Richter in den Niederlanden und Australien in ihren Urteilen zu Klimaklagen explizit auf einen angenommenen wissenschaftlichen Konsens bzw. die Wissenschaft berufen. Und sollte sich der Vorwurf bestätigen, schreibt die Welt, dass die Wissenschaft selbst bei der wichtigen Frage des Atomausstiegs eigene Regeln und Standards verletzt hat, würde das eine entsprechende Überprüfung auch anderer wissenschaftlicher Gutachten in der Energie- und Klimapolitik nahelegen. Ja, man kann hier rein interpretieren, dass hier behauptet wird, die Wissenschaft ist gekauft und hat ihre wissenschaftlichen Standards aufgrund ihrer eigenen Pfründe, die sie sich dabei reinzieht, schlicht und ergreifend verlassen. Und genau das sehe ich übrigens genauso. Also wir spüren hier, dass der Umverteilungsmechanismus des Großfinanzkapitals längst vonstatten gegangen ist. Wir uns in der Endphase befinden, dass eine Handvoll Menschen die gesamte Welt jetzt steuern kann. Und was brauchen wir als neue Regierung? Und das sehen wir ja, das sind nicht mehr irgendwelche Kanzler und Ministerpräsidenten oder Abgeordnete, die übrigens wahrscheinlich auch bald nicht mehr existieren. Im Rahmen des Great Resets wird nämlich auch beispielsweise der Bundestag nicht mehr nötig sein. Und die Menschen können sich schon mal nach einem neuen Job umsehen. Zumindest wird es keine Nachfolger gehen. Also so einfach ist das Ganze nicht. Und die neue Politik, die neuen Machtinhaber, die kommen aus der Wissenschaft rekrutiert. Und die argumentieren dann immer, wir müssen das und das machen, weil sonst jedes Mal die Welt untergeht. Und insomit kann man die gesamten Menschen tatsächlich unten halten. Und sie sind dann froh, wenn sie ihren Jahresurlaub dann tatsächlich nochmal mit einem Fahrrad zum nächsten Baggersee machen dürfen. Und da freuen sie sich das ganze Jahr schon drüber auf die Pauschalreise nach Entenhausen, wo sie
sie dann irgendwo an einem Strand liegen und im Hintergrund noch ein alter Bagger steht, der nicht mehr existiert. Schon wieder intraspezifische Aggression? Könnte sein, ja. Also wir müssen ganz einfach sehen, wir haben eine Schöpfung. Und diese Schöpfung finden wir ja in den Gesetzen der Natur wieder und die geben uns genau alles vor. Wir haben eine einzige große Chance und wir werden nicht müde, darüber zu reden, weil, wie gesagt, je mehr Menschen dadurch auch erwachen, desto mehr werden plötzlich auch verstehen und zwar auch verstandesmäßig verstehen. Denn ich sehe auch, dass die gesamte Verstandesargumentation der sogenannten Wissenschaftler, die auch in der Analyse richtig liegen, auch in meinem Bereich der Ökonomie oder Geld- und Finanzwissenschaft, da merke ich eben halt doch ein Gestochere zum Teil, weil die großen Gesetze eben halt nicht erkannt werden und der geistige, intuitive Einfluss eben halt keine Rolle mehr spielt, sondern rein die Basis ist der reine Menschenverstand und das ist mehr oder weniger schon ein untergeordneter Computer, weil der Computer kann das meistens besser als der eigentliche Verstand. Das ist der Irrsinn. Wir können mit dem ganzheitlichen Organismus Mensch und mit unseren Fähigkeiten die Zusammenhänge erkennen und dann stellen wir auch andere Fragen, was dient den Menschen, was dient der Natur, was dient auch der Nachhaltigkeit, denn wir haben diese Natur hier vorbekommen, die ist nicht erschaffen worden von Menschen. Kein Mensch hat je einen Quadratmeter Land geschaffen, niemals, geht nämlich nicht, sondern es war alles da, auch niemand hat jemals ein Gramm Gold geschaffen. Das hat uns die Natur, das haben uns die Gesetze der Natur zur Verfügung gestellt, das haben wir entsprechend zu achten. Wenn wir das als Grundlage erst einmal haben und ich sage euch, ohne dem geht nichts. Alles, was auf der reinen Verstandesebene bleibt, ist zum Scheitern verurteilt. Das ist meine ganz klare Aussage und meine Meinung, wie du jetzt gleich wieder sagen wirst. Der schließe ich mich an. Und okay. Zwar vollumfänglich und in großer Überzeugung. Ja, weil es natürlich nicht nur deine Meinung ist, sondern das Ganze basiert ja auf den Naturgesetzen, über die wir in den Abendgebeten auch oft sprechen und die wir lernen können und lernen sollten, damit wir dann im Crit Reset was entgegensetzen. Ja, im Crit Reset. Ich finde das schon, ich hoffe, du gewöhnst dir das nicht wirklich an. Das ist furchtbar. Ja, ich weiß. Aber schaut euch die Videos an mit Herrn Schwab. Und ich meine, das ist ein internationaler Player. Also bitte, ja, dann darf ich das auch. Es gibt noch mehr Kritik von Ethikmenschen. Und zwar einem Ethikratprofessor. Der Mann heißt Professor Christoph Lüttke. Und wurde von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, im Frühjahr sauber entfernt aus der Münchner Wirtschaftsethiker, hat Kritik geäußert an den Corona-Maßnahmen von Ministerpräsident Söder und wurde geschasst. Und er hat ein Interview jetzt gegeben, übrigens auch den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Lüttke ist Professor für Wirtschaftsethik an der Technischen Universität München und wurde nach der Kritik an den Maßnahmen der Bundes- und der bayerischen Staatsregierung aus dem Bayerischen Ethikrat abberufen. Und er hat ein Interview gegeben zu diesem Thema und ich lese da nur mal ein paar Schlagsätze vor, sonst wird es zu lang. Also er sagt, wir verlernen gerade unsere Grundrechte. Und er führt zum Beispiel ein paar sogenannte Wissenschaftler auf, sehr kritisch spricht er darüber und sagt, zum Beispiel der Aufruf von Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, nichts zu hinterfragen, ist zutiefst unwissenschaftlich. Oder Christian Drosten schürt Panik und das entspricht nicht den wissenschaftlichen Gepflogenheiten. Oder wenn kritische Stimmen mundtot gemacht werden, wie es in dieser Republik zunehmend geschieht, befinden wir uns auf einem gefährlichen Weg. Oder die Kollateralschäden der Maßnahmen gesundheitlicher, psychischer, ökonomischer und sozialer Natur sind immens und verstärken sich gegenseitig. Ein ganz wesentlicher Kollateralschaden, an den man vielleicht nicht sofort denkt, dürfte auch sein, dass wir unsere Grundrechte gewissermaßen verlernen. Ja, jeden dieser Sätze von diesem Herrn Professor kann man da unterschreiben, aber dass der gehen muss, das liegt ja auf der Hand. Denn Vernunft und Logik oder gar die Menschenrechtseinhaltung oder gar die Schätzung der Natur,
das gehört nun wirklich nicht in eine bayerische Regierung. Das hat sie nun eindrucksvoll bewiesen. Dass der weg muss, ist doch ganz klar. Denn Herr Söder repräsentiert das glatte Gegenteil. Übrigens, Herr Söder ist auch Anlaufhafen. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob ich das finde sofort. Anlaufhafen für Herrn Schwab. Weil Herr Schwab möchte mit dem WEF, die sitzen ja noch in Genf, möchte da weg. Und die wollen nach München und sagen, das ist das neue Silicon Valley und da fühlen sie sich wohl und da sind sie gut aufgehoben. Das ist mir neu. Ja, da fragst halt mich und ich sag's dir, gell? Mein lieber Mann. Ja, also auf jeden Fall hat Professor Lüttke von dem, also der Wirtschaftsethiker, hatte, wie gesagt, seinen Hut nehmen müssen, denn er hatte sich auch übrigens über dieses Panikpapier des Bundesinnenministeriums kritisch geäußert. Und das tut nicht gut. Es ist mal gut, dass wir nichts mit der Regierung zu tun haben und dort kein Amt bekleiden, weil wir wären da auch nicht mehr. Ja, also die Gefahr, dass wir da auch beordert werden würden oder man uns fragt, die ist auch eher sehr unwahrscheinlich. Aber stattdessen hatten wir im letzten Jahr natürlich schon auf dieses Papier im Bundesinnenministerium nicht nur hingewiesen, sondern es deutlich durchgenommen. Und das machen wir ja die gesamten Monate schon. Aber es ist bei immer noch nicht vielen angekommen. Und ich möchte noch einen kritischen Artikel bringen. Der ist zwar schon vom Oktober letzten Jahres, aber auch hier wird ganz stark Kritik geäußert. Und zwar in einer Studie des Weltzukunftsrates. Mal ganz kurz zum Weltzukunftsrat. Da gibt es ein paar ganz prominente Ratsmitglieder. Gründer ist Michael Otto vom Otto-Versand und Jakob Uexküll, das ist ein Träger des alternativen Nobelpreises. Aber Ehrenratsmitglied ist unter anderem Olivier Giscard d'Estaing, der Bruder des ehemaligen französischen Präsidenten, was nichts zu sagen hat natürlich. Oder Ernst Ulrich von Weizsäcker ist dabei. Der ist Diplomphysiker, Politiker und der Sohn von Karl Friedrich von Weizsäcker oder früher, jetzt inzwischen schon hinübergegangen, Ehrenratsmitglied Hans-Peter Dürr. Der sagt dir ja auch noch eine ganze Menge, Andreas. Und da ist also eine Studie veröffentlicht worden, die sich kritisch mit dem 5G-Ausbau auseinandersetzt. Hier kommt man zu dem Schluss, dass durch die Einführung der 5G-Technik der Energieverbrauch, wo wir gerade beim Thema sind, weltweit drastisch steigen wird. Aufgrund des deutlich höheren Datenverkehrs ist zu befürchten, dass die 5G-Technik mit ihren vielen neuen energieintensiven Anwendungsmöglichkeiten zu einem weiteren Anstieg des weltweiten Energieverbrauchs führen wird. Daher würde eine flächendeckende Einführung dieser neuen Technik die Erreichung der Pariser Klimaziele erschweren. Ja, und was wir daraus sehen, ist letztlich, dass wir diese 5G-Orgie trotzdem weiter durchziehen, solange die Menschen sich das gefallen lassen, aber daran arbeiten wir ja auch. Und unterm Strich gesehen läuft es darauf hinaus, dass diese großen Projekte wie 5G auf keinen Fall vom System in Zweifel gestellt werden sollen und die weiterlaufen werden. Und das ist auch klar dann, dass man die gesamte Individualmobilität auf Elektrofahrzeuge umstellt. Denn man kann sofort morgen den Strom abschalten, dann fährt keiner mehr von A nach B, gar nichts mehr. Es gibt auch keinen Kanister, den man haben kann mit Benzin bei einem Elektroauto hinten drin, sondern man steht dann einfach und das war's dann. Und dann werden genau diese Dinge weiterlaufen. Künstliche Intelligenz, 5G, totale Kontrolle, der Strom, der wird immer da sein. Notfalls kann man die Industrie oder die Heizung über Smart Meter ja bei den Leuten abschalten. Ja, und hier heißt es, schon jetzt werden rund 4% der globalen Elektrizitätserzeugung für die Nutzung des Internets verwendet. Zwar ist bei 5G der Energieverbrauch pro übertragener Dateneinheit im Vergleich mit 4G in der neuen Technik etwas niedriger, aber angesichts der explodierenden Datenmengen durch 5G wird der Energieverbrauch dennoch stark ansteigen, allein für die Bereitstellung des Internets. Der Energieverbrauch für zusätzliche Anwendungen, Geräte, Anlagen ist noch nicht mit eingerechnet. Und hier heißt es, dieser Rebound-Effekt ist bei 5G quasi schon eingebaut, denn der Hauptgrund für die 5G-Einführung liegt eben in der Verwendung neuer Anwendungen, die einen hohen
hohen Datenverkehr und entsprechend hohe Stromverbräuche haben. Darunter fällt ja auch Krypto, ne? Ja, natürlich fallen die Kryptowährungen darunter. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Wir arbeiten heute alle nur noch auf der elektronischen Basis und auf der Computerbasis und wir glauben, dass das die Zukunft ist. Und ich glaube das mittlerweile nicht mehr. Wir kommen immer mehr zurück wieder auf die analoge Struktur und wir merken, wir laufen jetzt auf einen Peak zu. Das heißt, der Höhepunkt liegt direkt vor uns und dann wird es einen Point of No Return geben und der geht in die andere Richtung. Und ab dann geht es darum, wer sich schnellstmöglich vorbereitet mit seinen Grundlagen, nämlich auf der analogen Ebene. Bleistifte, Papier und so weiter. Und das gibt natürlich dann auch große Unruhe. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wenn man in den Städten wohnt zum Beispiel, sich vorbereitet, dann möglichst zeitnah aufs Land zu gehen. Ich habe gerade nochmal gesagt, dass wir unbedingt nochmal auf unsere Seite einen Rucksack einstellen sollen. Es ist ganz wichtig und das haben wir sogar hier, das machen eigentlich alle, die vernünftig vorsorgen, indem sie sich einen Fluchtrucksack vorbereiten, wo wichtige Papiere drin sind, ein bisschen Geld drin ist, Bares natürlich, ein bisschen Gold vielleicht mit drin ist und die, ich sage mal, Pässe und Grundpapiere, ein paar Medikamente, ein paar Socken, Unterhose und so weiter, ein paar Kleinigkeiten. Was sagst du da? Und ein Zelt. Und ein kleines Zelt, ja, ein Zelt zum Beispiel. Also es geht ja wirklich darum, dass wir uns mit den Problemen beschäftigen müssen, dass wir dann rausgehen. Es gibt so zusammenpackbare, kleine, einfache Zelte. Ich glaube, haben wir auch mal aufgestellt auf unserer Seite. Was man wirklich so zusammenpacken kann und dass man dann vorbereitet ist, am besten noch mit einem kleinen mobilen Wasserfilter, nicht den großen für zu Hause, sondern so einen kleinen, womit man sich dann tatsächlich auch ins Überleben bringen kann, wenn man dann versucht, irgendwo raus aufs Land zu gehen, vielleicht irgendwelche alte, nicht bewohnte Gebäude tatsächlich wieder renaturiert oder wieder im Prinzip wieder genau wieder zurückmacht, nicht renaturieren, das hat die Natur ja schon gemacht, sondern sich wieder zurückerobert, um dort wieder wohnen zu können. Also das sind ganz wichtige Dinge, denn ich glaube, wir können uns alle noch gar nicht vorstellen, was auf uns zukommt. Wer jetzt, wie gesagt, geistesgegenwärtig und klar bei Verstand seine Zukunft plant, aber trotzdem stabil bleibt, auch nicht in Panik, auch nicht in irgendeiner Aufruhr oder in irgendeiner Ad-Hoc-Reaktion, sondern ruhig und konzentriert sich seinen Plan macht, der ist ganz vorne rein auf der sachlichen Seite und damit auch automatisch mit auf der geistigen Seite. Denn nur geistige Ausrichtung reicht eben leider auch nicht. So, was fordert der Zukunftsrat, der Weltzukunftsrat wörtlich? Wir brauchen einen ergebnisoffenen Dialog zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, denn die Folgen für die Gesellschaft und den Klimawandel sind weitreichend. Dem wurde nicht genug Beachtung geschenkt. Sind wir wieder bei den Wissenschaftlern. Wir müssen die Einführung der neuen Technik in einem demokratischen Prozess erörtern. Dieser fand bisher kaum statt und sollte dringend nachgeholt werden. Wird er wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Richtig, also Ernst Wolf spricht immer vom digital-finanziellen Komplex und genau das ist richtig der Fall. Es findet keine demokratische Abstimmung ab zwischen den Menschen. Das gibt es einfach nicht, sondern schlicht und ergreifend ein Diktat dieser großen Big Tech Unternehmen und deren anhängenden Politikern auf der gesamten Welt. Ja, und du hast gerade Ernst Wolf genannt, zu dem wollte ich gerade noch überleiten. Der hat nämlich einen wunderschönen Artikel, also was heißt wunderschön, einen hochinteressanten Artikel veröffentlicht. Meine nicht gehaltene Rede auf der Berliner Pfingstdemo ist veröffentlicht bei KenFM, dem vom Verfassungsschutz beobachteten Medienorgan. Und Wolf zitiert hier den Philosophen, den indischen Krishnamurti, der gesagt haben soll, es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine zutiefst kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Und Wolf führt hier so ein paar Dinge auf und er sagt, wir reden hier über die Maßnahmen, die sogenannte Gesundheitsversorgung angeht. Er sagt, Politiker, die jahrzehntelang dafür gesorgt haben, dass die Gesundheitsversorgung systematisch abgebaut wurde, haben im Frühjahr 2020 eine 180-Grad-Kehrtwende vollzogen und uns im Namen der Gesundheit historisch einmalige Maßnahmen aufgezwungen. Und diese Maßnahmen haben nicht bewirkt, dass die Krankheit eingedämmt wird, die Versorgung etwa der Bevölkerung verbessert oder das Gesundheitsversorgung
Gesundheitssystem saniert wurde. Im Gegenteil, die Krankheit hat sich weiter ausbreiten können. Der Gesundheitszustand der meisten Menschen hat sich aufgrund der Maßnahmen verschlechtert. Und es hat zahllose vermeidbare Kollateralschäden gegeben. Aber dafür haben die Maßnahmen Nebenwirkungen gehabt, die alles, was wir je gesehen haben, in den Schatten stellen. Noch nie sind im Namen der Gesundheit solche wirtschaftlichen Schäden angerichtet worden wie in den zurückliegenden 14 Monaten. Betriebe wurden lahmgelegt, Lieferketten zerbrochen, mittelständische Betriebe zu Hunderttausenden in Existenznot getrieben, ganze Wirtschaftszweige weitgehend zerstört. Noch schlimmer als bei uns die Folgen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Hier kommt jetzt die Zahl, da hatte neulich ein Leser auch gefragt, der Lebensstandard von weit mehr als 1,5 Milliarden Menschen ist drastisch gesenkt und über 100 Millionen Menschen sind durch die Covid-Maßnahmen zum Hungern verurteilt worden. Ja, und das ist wieder ein echter Ernst Wolf und ich bin ihm da sehr dankbar dafür, weil er bringt die Sachen sehr nüchtern, klar strukturiert. Er hat ja auch eine interessante Geschichte. Er ist ein Weltreisender, in China geboren, überall durch die Gegend gereist. Er kennt sich wirklich aus und er bringt es dabei auf den Punkt. Und wer tatsächlich schon in anderen Ländern gewesen ist und auch Elend erlebt hat, ich habe das auch schon müssen, dann redet man natürlich nicht wie ein Blinder von der Farbe, abstrakt, sondern man steht wirklich da und weiß, wie tief berührend es ist, wenn man sich mit Elend auseinandersetzen muss und die Hilflosigkeit, die man empfindet, wenn man aufgrund der Größe dieses Massenelends einfach selbst gar nichts mehr tun kann, außer mit unterzugehen. Und das sind schon dramatische Entwicklungen, die wir da haben. Ja, und er führt ja noch viele andere Dinge auf. Er sagt, wir sind jetzt 2020 am Ende eines historischen Prozesses. Ja. Und also er sagt auch, es ist wirklich so ein Schnittpunkt und damit an einem Wendepunkt in der menschlichen Geschichte angekommen. Und es ist nicht die Politik, die über den zukünftigen Kurs der Welt entscheidet, sondern ausschließlich eine andere, unendlich viel mächtigere Kraft, nämlich der digital-finanzielle Komplex. Und der hat sich in den zurückliegenden 40 Jahren wie ein Krebsgeschwür über die gesamte Welt ausgebreitet und sämtliche Bereiche unseres Lebens durchdrungen. Genau darüber reden wir ja schon seit Jahren, wir seit 2011 öffentlich über den Plan B. Genau das ist das, was dahinter steht. Und das Wichtige ist dabei natürlich, dass auch die journalistische Kaste und die politische Kaste eingekauft das Ganze mitspielen. Ob sie das wissen oder nicht, ich rede hier von meiner Meinung, bevor du es gleich wieder als Meinung etikettierst. Das ist sehr wichtig. Ich sehe gerade den Blick und muss das dann gleich schon wieder selbst klarstellen. Aber ich gehe wirklich eben halt davon aus, dass diese Geschichte so gemacht wird. Wir haben einen Umverteilungsprozess gehabt über Jahrzehnte seit der industriellen Revolution. Dann hat sich das Finanzsystem selbstständig gemacht in einer Perversion, wie es sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen können. Und im letzten Jahr sind die meisten Umverteilungsgrößenordnungen überhaupt vonstatten gegangen, seit der Geschichte der Menschheit überhaupt aufgezeichnet wurde. Und das muss man sich auch vor Augen führen. Der Reichtum ist im letzten Jahr exzessiv gestiegen, wie noch niemals vorher in der Menschheitsgeschichte. Und das können viele Normalmenschen irgendwie gar nicht verstehen, weil sie merken, bei ihnen wird es schlechter, das Gemüse wird teurer. Wir haben gerade gehört, dass man in einem Kinderheim gesagt hat, bitte nicht mehr so viel Gemüse und nicht mehr Obst noch servieren. Das wird zu teuer. Also die Kinder sollen bitte kein Obst und Gemüse mehr essen. Das ist zu teuer. Ich wiederhole das bewusst. Und genau da sind wir jetzt gelandet. Und jetzt kommen wir in das Finale. Und dieses Finale des totalen Umverteilungsmechanismus, wir hatten ja noch vor 2 Jahren kleine Unternehmen, wir hatten Boutiquen in den Innenstädten und so weiter. Das ist alles Vergangenheit, kommt auch nicht wieder so zurück. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und jetzt sind diese Handvoll Menschen und haben die letzten Dinge auch noch gekauft. Es gibt gar keine Märkte mehr, die nicht zugeordnet sind dieser Gruppe. Und das ist jetzt so der ganz große letzte, das Feuerwerk des Umverteilungsmechanismus. Und das nächste, was wir sehen werden, sind Wissenschaftler, die uns die ganze Zeit erzählen, dass wir in Angst leben müssen, weil sonst sterben wir eben halt an Klimawandel und wir saufen alle ab, können nicht mehr atmen, irgendwelche neue Mutationen und so weiter. Und dann bekommen wir alle unseren kleinen, wunderbaren, was auch immer, Mikrochips oder sonst irgendwas, Hydrogele und was da alles jetzt in irgendeiner Form existiert. Das will ich jetzt gar nicht hochziehen, weil davon verstehe ich einfach zu wenig. Wir sehen auf jeden Fall eine Diktatur, die
1984 von George Orwell wirklich wie ein Kindergeburtstag verblassen lassen. Und jetzt komme ich wieder mit meinem Einsatz der Prophezeiungen. Es ist alles so prophezeit, natürlich nicht en Detail, aber dass ein solcher Wendepunkt in der Geschichte kommt, das ist klar. Damit müssen wir uns auch abfinden und der ist auch schon vor tausenden Jahren gekündet worden. Und da müssen wir durch. Es ist das berühmte Nadelöhr, nachdem wir auch immer wieder, Jesaja hat es im Alten Testament gesagt, rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket, denn hier ist Immanuel, das heißt Gott mit uns. Und dieses Gott mit uns heißt nichts anderes, als dass wir mit dem Heiligen Geist jetzt sozusagen begleitet durch diese Zeit gehen und wer im festen Gottvertrauen sich befindet, wer sich ausrichtet nach der Natur, wer interessiert ist, die Naturgesetze zu erlernen, um endlich ein gottgefälliges Mitglied dieser Schöpfung zu werden und nicht, wie wir Menschen es geschafft haben, diese Erde als Abfallhaufen zu präsentieren, weil was anderes ist es nicht mehr. Es ist ein Trümmerfeld, was wir jetzt hinterlassen. Und die Leute, die sich bemühen, es auch wieder gut zu machen, indem sie sich selber weiterentwickeln, indem sie besser werden, indem sie sich anpassen in der Schöpfung, in den Gesetzen und nicht nach den Gesetzen, die uns hier, wie du es gerade so schön geschildert hast, vorgegeben wird. Die haben eine gute Chance, durch das Nadelöhr zu kommen. Und das ist der Grund für diesen Podcast, stabil durch den Wandel. Wir hätten sie auch nennen können, stabil durch das Nadelöhr. Ja, oder labil durch die Krise. Nein, das eben nicht. Genau, und wir werden nicht müde, weiter am Ball zu bleiben. Und wir freuen uns über jeden, der bei uns bleibt, der zu uns kommt und wünschen denjenigen, die vielleicht kurzfristig abgesprungen sind, dass sie möglichst schnell wieder in ihre Kraft kommen, falls es sie zu viel Kraft gezehrt hat. Ich kann das übrigens nachvollziehen an bestimmten Stellen. Man kann auch mal einen Podcast auslassen, aber irgendwann sollte man wieder dabei sein. Es ist auch wichtig zu wissen, dass wir Menschen immer in Phasen leben. Das kennt ihr alle. Es gibt Tage, da könntet ihr Bäume ausreißen und es gibt Tage, da ist man ein bisschen schwächer. Oh, das ist aber laut heute, deine Musik. Macht wieder Disco-Anlage. Und ja, genau. Also, wenn es mal nicht so gut geht, raus in die Natur. Hildegard von Bingens Maitrunk hilft immer. Und in diesem Sinne, euch einen schönen Sommertag nach Deutschland. Alles Liebe, bis heute Abend zum Abendgebet. Bis bald. Jetzt pfeifst du wieder schön. Ja, das kann ich.